Und damit moin moin und ganz herzlich willkommen am Sonntagabend zu Hardcore Colonization. Weiter geht's mit epischem Gewitter im Hintergrund. Das sieht gut aus. Sieht auch nach Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Das ist eine gute Frage, was hier gleich passiert. Auf jeden Fall ist Gewitter. So viel kann ich schon mal sagen. Und ich hoffe, ihr habt euer Wochenende gut überstanden und habt jetzt ein bisschen Zeit, nachdem ihr brav den SpaceX Abort-Test geguckt habt. Hier noch ein bisschen weiter zu gucken, wenn wir zum Mond fliegen. So, und damit erstmal ganz liebes Hallo und herzlich willkommen an Mickey, an Ludus Artifex, an X Brady, an Gandur, an Crazy, Jojongs, den Kalis, den Mimir, den Iron Thomas, den Neo Kerman, John Zeno, Shiggy, Z-Maker, Arnold, den Antrax, Malte, Diviko und Taffchen und Mioran. Ich glaube, wir sind durch. Und schön, dass ihr da seid und Zeit habt. Wir werden heute unsere Moon-Expedition fertig bauen und natürlich mit ihr fliegen. Ich werde heute wahrscheinlich nicht ganz so lange machen, also wahrscheinlich eher so gegen 9 statt gegen 10 aufhören, weil ich im Moment irgendwie noch nicht so in meinem Schlafrhythmus drin bin und im Moment ganz schön fertig bin mit meinem Leben. Deshalb will ich mal pünktlich ins Bett gehen. Habe auch eine relativ gefüllte Woche vor mir. Und guck mal, ich habe es endlich mal zum Friseur geschafft. Ich hatte im Dezember meinen Friseurtermin verpasst und bin jetzt die ganze Zeit wie so ein Beetle rumgelaufen. Und seit Samstag bin ich wieder, ist mein Kopf wieder gut ventiliert. Ich kann wieder denken, es ist wieder genug Kühlfläche frei. Und damit, Arnold, vielen Dank für den Resub im 23. Monat auch schon. Bei dir blüht bald das zweijährige Jubiläum mit Patch. Ach ja. Ach ja. So, guckt euch das an. Ich könnte hier den ganzen Tag auch sitzen und einfach diesem Gewitter zugucken. Sie müssten nur noch die Geräusche auch passend dazu einspielen. Das kriegt mich als Norddeutschen natürlich sehr. Immer noch mehr als der Major auf dem Kopf. Ja, bei mir wächst das auch noch nach. Das ist auch noch ein Unterschied. Oh Gott, ich hoffe, der Major ist gerade nicht da. Streamt der gerade? Ich hoffe, der streamt gerade. Eieieiei. Hattet ihr eine schöne Woche? Habt ihr irgendwas Spannendes gemacht? Irgendwas, was ihr erzählen oder teilen wollt? So, jetzt müssen wir mal gucken. Irgendwas mit Moon. Irgendwas mit Moon. Wie könnte ich das genannt haben? Transporter ist es nicht, ne? Ich hätte selber mal nachgucken können. Wie das Ding hieß. Ich habe das ungute Gefühl. HLS Alpha? Nee. Auch nicht. Hier lädt auch ganz viel nicht. Irgendwie. Es ist auch nicht mein Autosave-Chip. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Oder? Irgendwas stimmt hier nicht. So, jetzt aber erstmal Scharabel Pablone, vielen lieben Dank für den Resub im 26. Monat. DJ RJC, vielen lieben Dank für deinen Prime Sub und Goldenes Klo. Vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Carbonauten. Irgendwie sieht das für mich nicht so aus. Habe ich das falsche Safecam geladen? Muss mal ganz kurz gucken, ob zumindest die Kerbals schon da sind. Die Burg ist auch da. Und wir haben auch. Ich muss jetzt mal ganz kurz nachgucken, ob wir auch die Minmus
Mission sauber auf dem Minmus haben. Mich wundert nämlich, dass das Raumschiff nicht da ist. Fuel Transport Ship. Fuel Transporter landet in Minmus. Zwei sind auf Minmus. Nee, Mimi, du bist noch nicht da. Ich bin diese Woche noch nicht dazu gekommen, jemanden neu anzulegen. Hä? Aber warum ist denn mein... Ich habe doch so fleißig gebastelt. Wie hieß das Ding denn? Jetzt ist es soweit. Jetzt muss ich selber mal in meinen eigenen Videos nachgucken. Traurig, traurig, traurig. Um rauszufinden, wie das Ding hieß. Offensichtlich ist es ja nichts mit Moon, oder? Oder er hat es nicht gespeichert. Oh, wäre das bitter, wenn er das nicht gespeichert hätte. Wäre das bitter, Leute. Das wäre richtig bitter. Arnivore, vielen Dank fürs Follow. So, und jetzt müssen wir hier mal rein. Oh Gott, muss ich meine Stimme hören? Ich kann das leise machen. Was steht da oben drüber? Moon Mission. Vier Körbe. Moon Mission, vier Körbe. Aber ich hab's Moon Mission genannt. Ne, da stand Moon Mission 4 Körbel drin. Ich gucke mal, ob es ganz zum Ende des Streams auch noch drin stand. Moon Mission 4 Körbel. Moon Mission 4 Körbel. Habe ich gerade irgendwie Tomaten auf den Augen gehabt? Da ist es. So. Das wär echt bitter gewesen, das alles nochmal neu zu bauen. So komplett, komplett neu. So, goldenes Klo. Gerade erst angekommen, jetzt schon ein Sub hier gelassen. Vielen lieben Dank dafür. Ja, Qualität überzeugt. Es muss daran liegen, dass ich beim Friseur war und so schneidig aussehe. Vielen lieben Dank dafür. Ganz herzlich willkommen. Und Arnivore, das hatte ich, glaube ich, gerade im Nebensatz gemacht, während ich mein Gehirn sich eher darauf konzentriert hat. So. Und Gandor, auch vielen lieben Dank an dich. Okay, wir haben die Rakete. Ich rekapituliere nochmal schnell, nachdem ich einen leckeren Schluck Mate getrunken habe, und erkläre euch. Wie das Ganze gedacht ist. Also, wir haben oben eine Vier-Mann-Kapsel oder Vier-Personen-Kapsel. Da werden unsere Trainings-Kerbals reingehen, die neue Truppe, die ein bisschen was üben muss. Die schicken wir damit raus. Wir werden auf jeden Fall einen Wissenschaftler mitnehmen, damit wir die Labore auch resetten können. Oben ist ein Fallschirm dran, unten drunter ist ein Heat-Shield, so ganz basic, also nichts Wildes. Dann haben wir hier drin. Relativ viel Wissenschaftskram hauptsächlich. Wir haben zwei Batterien noch mit reingepackt und eine Futterbox, einfach weil ich kein Arsch sein will. Es gibt was zu snacken unterwegs. Freut mich, dass es nicht nur an den Haaren liegt, die Tutorials natürlich auch geholfen haben. So. Oh ja, Neo, wenn du ein Mate probierst, solltest du unbedingt die Ginger-Variante, also die Ingwer-Variante trinken. Die ist wirklich gut. Ich kann mit Mate selber nicht so viel anfangen, aber die Ingwer-Variante ist unglaublich gut. Ich habe das auch schon tausendmal gesagt. Ich kann das aber immer noch wieder bestätigen. So, wir haben hier noch Bodenexperimente mit dabei, denn wir haben auch einen Auftrag, Bodenexperimente abzuliefern und mit diesem Boden-Mystery-Goo Science zu liefern, meine ich. Lasst uns einfach reingucken. Donnerstone, bla bla bla. Das müssen wir später noch machen. Surface of the Moon. Gaffer Surface Deployed Mystery Goo Observation Science from the Surface of the Moon. Jack, das werden wir tun. Und ein Fuzzy Resource Scan. So, da kommen wir gleich zu. Also, das ist die.
Das ist die Lander Stage. Die gibt es hier. Da sind noch so ein paar kleinere Experimente dran. Genau, hier dann unsere Transport Stage. Die ist so gedacht, dass sie uns zum Moon rausbringt und hat aus rein optischen Gründen so ein kleines, da hatten wir ziemlich lange dran rumgetüftelt letztes Mal, so ein kleines Bay, in dem ist der Scan-Satellit und so ein kleines Pusher-System. Da muss ich nochmal gucken, auf welcher Action-Gruppe ich das hatte. Irgendwo hatte ich es hingelegt. Bremsen? Yes. Genau, dass dieses Pusher-System quasi diesen Satelliten dann rausschiebt. Das ist natürlich so der Plan an der ganzen Geschichte, dass es dann rausschwebt aus seiner Bay und verwendet werden kann. So, und das ist natürlich Style over Substance. Das hätte man auch irgendwie mit dem Kerbel rausschieben können oder so, aber ist egal. So, ich hoffe, dass das aerodynamisch halbwegs mitspielt. Das ist nämlich so ein bisschen, naja, mittelgut, sage ich mal. So, und jetzt wiegt das Ganze natürlich mittlerweile auch schon ungefähr 1 Milliarde Tonnen. Deshalb müssen wir dann noch gucken, dass wir das Ganze in eine entsprechende Konfiguration bekommen, um sicherzustellen, dass wir das in den Orbit schießen können und dabei nicht draufgehen. Also noch mehrere große Herausforderungen zu lösen. So, wir fangen mal mit dem einfachen Part an. Also da waren wir letztes Mal stehen geblieben. Und dann gucken wir mal. So, die Kappler, zack. Wir haben alles den In-Flight-Abort-Test geguckt. Lief ja ganz gut insgesamt. Das lief ja insgesamt alles ganz gut, was SpaceX da abgeliefert hat. Das heißt, eigentlich steht jetzt irgendwann im Frühling, Frühsommer, ich weiß gar nicht, ob sie April oder Juni geplant hatten, irgendwie den Dreh, steht jetzt dem ersten Flug, also wenn die NASA nichts zu mäkeln hat, das muss jetzt natürlich noch alles ausgewertet werden, aber sollte die NASA nichts zu mäkeln haben, dann dürfte es das gewesen sein. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob das fliegt, Leute. Das sieht irgendwie gewöhnungsbedürftig aus, muss ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen. Na gut, wir machen ein starkes Triebwerk drunter und hoffen das Beste. Das ist mir ein bisschen zu teuer, ehrlich gesagt. Reicht das? Also, da kommen noch Booster ran, aber 1,25, wie das reicht. So. Sind wir bei 3, bla bla bla. Noch die Booster dazu sollte locker reichen, um den Transfer zu machen. Okay. Warum soll das nicht fliegende Sojus ist unten auch recht schmal? Ich weiß es nicht. Das sieht irgendwie, diese aerodynamische Bubble in der Mitte macht mir ein bisschen Sorgen. Aber wir werden es probieren. So, 2 Hydraulic Detachments. So, und dann werden wir wieder meine neuen Lieblingsbooster benutzen. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Zack. Ist hier drauf? Ja, ne? Ja, sieht sauber aus. So, was ist passiert? Der Arid hat einen Sub dagelassen. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön, Dankeschön. Und viel Spaß mit deinen Kirby-Emotes. Nutze sie ausgiebig. Und dennoch weise. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir das hier auf die richtige Höhe bringen. Ja, ich denke, damit können alle beteiligten Parteien hoffentlich leben. Wir brauchen einen Psi oben drauf noch.
Und wir wollen die auf jeden Fall sowas von autostrutten. Das hier autostrutten wir mal nach oben durch. Einfach damit das Ding nicht in lustige Vibrationen gerät. Zack. Und eigentlich auch das, ne? Ach, das hat Radiator Cooling? Wie gut ist das denn? Wenn man es aufmacht, dann wahrscheinlich, ne? Das ist ja witzig. Ja, cool. Das ist eine schöne Idee. Cleams, moin und vielen lieben Dank für den Resub im 28. Monat mittlerweile. Dankeschön. So, soweit so schlecht. Noch ein paar Flügelchen ran. Man müsste das eigentlich tun. So, wir sind jetzt bei Sea Level 177. Da können wir die Booster noch ein bisschen runtersteuern. Zack. Zack. Die Booster haben so ist juck. Look. Lieber nicht. Lieber. So, achso, das hätte ich mal ausgeklappt lassen sollen. Ich glaube, wir können sogar noch weiter runter. Ja. 70% sollten da reichen. 1,4. Sehr schön. So, Leute. Das passt. Dann ein bisschen Kontrollfläche noch. Das ist eher für nach der Boosterabkopplung. Dass wir ein bisschen Drag hinten haben, weil ich weiß noch nicht, wie gut oder schlecht das mit dieser Wölbung in der Mitte funktioniert. Ich bin da wirklich skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Hi. Sehr viel mehr Sinn. Wie kam der denn da drauf, dass er es gerade an den Booster an die andere Seite rangetackert hat? Eigenartig. So. Zack. Heute ist der Tag der Erfolge. Ja, ja, ja. Nach dem guten SpaceX-Start ist das heute ja quasi gesetzt, dass wir erfolgreich zum Mond fliegen. Ganz schön länglich geworden, ne? Na gut. Separatrons für die Booster zum Wegschieben. Oh, bisher hat das eigentlich immer ganz gut geklappt. Auch ohne die Separatrons. Gibt es denn eigentlich so kleine neue Booster? Das geht schon. Wir haben ja hier die Dinger. Die schieben das ja ein Stück weg. Haben die Halteklammer geändert? Die sehen auf jeden Fall anders aus, ja. Die scheinen optisch überarbeitet worden zu sein. Muss aber dran erinnern, dass ich im Restock benutze. Also wahrscheinlich kommt das, wenn ihr es nicht kennt, sonst aus dem Stock, wahrscheinlich von Restock. So. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, welche verrückten Kerbals wir auf die Reise schicken. Also, wir werden auf jeden Fall schon mal nicht die Standard-Kerbals nehmen, sondern wir nehmen den Eborg als Piloten mit rein. Der kann auch nicht so viel. Wir nehmen Honi als Scientist mit rein. So, und jetzt können wir es uns ein bisschen überlegen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit denen an. Da geht es ja wirklich ums reine Trainieren. Brauchen wir... Ja doch, wir brauchen einen Engineer. Wir kommen ohne Engine nicht klar, wegen dem Aufbauen der Experimente. So, wer ist unser unerfahrenster Engineer, der auch noch nicht auf dem Moon war? Planfleck und Moon hast du schon. Haben wir noch irgendwo einen Engineer? Neo war da wahrscheinlich auch schon, ja. Grimmisch. Bisher nur auf Minmus. Ich denke, sehen wir noch irgendwo einen Engineer? Einen frischen? Nee, ne? Da
ganz frischer wäre natürlich super, aber Grimmisch war auch noch nicht auf dem Moon, wie es aussieht. Das ist okay. So. Und dann beginnen wir jetzt mal von oben unsere Leute zu trainieren. Der Meckes wird als Farmer da jetzt mitfliegen. So. Ja, Jungs, du warst aber schon auf dem Moon. Das heißt, dir bringt das keine Erfahrungspunkte mehr. Deshalb brauche ich dich zum Moon nicht mitnehmen. Du musst mal nach Minmus. Du bist prädestiniert für eine Minmus-Mission zum Trainieren. Aber nicht für den Moon. So, damit haben wir unsere vier Crew-Fensterchen da voll. Zack. Brauchen wir noch was zu basteln? Nee, laut deinen Anzeigen. Gucke mal, man kann das ja mal sehen. Plant Flag on the Moon hast du schon bekommen. Plant Flag on the Moon. Du brauchst also Minimus. Minimus musst du mal eine Fahne aufstellen. So, ich würde sagen, gar kein langes Gerede, sonst verpassen wir das tolle nächtliche Gewitter. Wir wollen ja auf jeden Fall bei diesem super Wetter starten. ja. Was können wir hier noch machen? Wo ist denn der Spark? Ach, das ist der Satellit. Check. So, wir machen noch eine Bordgruppe. Und die Bordgruppe ist die Kappe. So, dann drücken wir uns mit dem RCS weg. Noch gucken. Actuation Toggles. Pitch Roll aus. Save und los geht's. Endet der Stream jetzt, weil der Start wegen schlechtem Wetter verschoben wird? Genau. Ich denke, das können wir ausschließen. So, Freunde. Stehen tut die Rakete schon mal. Das heißt, wir gucken mal, ob der Rest auch noch funktioniert. Oh, da hinten die Städte sind hell erleuchtet. Schön. Gefällt mir. Ja, ach, Gewitter, was soll schon passieren? Wir starten jetzt ins Gewitter. Mal gucken, wie es von oben aussieht. Voller Schub und los geht's. Jetzt gerade jemand Solarzellen sagt. Habe ich keine Solarpaneele dran? Hat hier jemand Solarpaneele vergessen? Das wird unangenehm. Upsi. Ich glaube, hier sind keine Solarpaneele dran, oder? Ich sehe keine zumindest.
nächste Sabbat ist. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben auch kein Werkzeug, glaube ich, mit dabei. Fallen lassen. So. Das haben wir sicherlich nicht begonnen, aber danke für das Geld. Ja, gut. Haben wir irgendwo. Haben wir auf der Kmir eventuell Werkzeug? Das wäre ganz praktisch, ne? Dass wir einen kurzen Abstecher zur Raumstation machen. Das müssen wir gleich mal prüfen, sobald wir in einem Park-Orbit sind. So, wir müssen jetzt den Strom ein bisschen im Auge behalten. Wir haben zum Glück relativ große Puffer. Und Gott sei Dank zwei kleine Solarpaneele hier drin. Die wahrscheinlich komplett falsch positioniert sind, aber wir können mit den Dingern erstmal ein bisschen covern. Die Solarzellen ist nicht das Problem. Im Zweifelsfall nehmen wir eine von denen. Das Problem ist, ob ich einen Schraubomaten dabei habe. Da bin ich mir gerade nicht so sicher. So, wir machen gleich nochmal so ein bisschen Inklinationsanpassung mit, wenn wir schon mal dabei sind. Okay, also aerodynamisch hat das ganz gut gepasst, aber so über zwei Streams hinweg bauen hat sich mal wieder als nicht die schlauste aller Ideen erwiesen. So. Bis gleich. Checklisten. Ja, vielleicht. Noch, dann haben wir die 70 Kilometer. Oh, hat das nicht mehr gereicht für Massive Scale Launches? Das ist ja traurig. Okay, ich guck mal, ob das reicht. Ah ja, so Medium, ne? Okay, wir müssen jetzt mal kurz hier rüberschalten. Also, wir haben eine Weile Strom. Wir können das Ding auch wieder aufladen. Wir machen ja nur passiven Verbrauch. Wir gehen jetzt mal zu Kmir und gucken, ob wir da Werkzeug zur Verfügung haben. Das wäre nämlich sehr hilfreich. Ja.
Ein bisschen Werkzeug. Hier ist auch kein Safe oder sowas dran. Ne? Hier sitzen auch nur zwei Wissenschaftler rum. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier besonders viel Werkzeug finde, ist tatsächlich relativ gering. Das sieht nicht so aus. Haben wir noch irgendwas im Moonorbit rumfliegen? Auch nicht. Wie ist es denn hier draußen bei euch? Ich meine, ihr tankt halt noch, ne? Die hätten natürlich Werkzeug, die Vögel. Aber die tanken die Karre gerade noch. Das heißt, ein Flug zur Raumstation nutzt uns auch relativ wenig. Fuel Transporter Ship, was ist da noch drin? Das war die Second Stage, meine ich. Ja, hilft nichts. Wir müssen denen kurz ein bisschen Equipment hochschicken. Ich hätte gern einen weiteren Start vermieden, aber es lässt sich nicht ändern gerade. Das habe ich stumpf vergessen. So, jetzt können wir aber erstmal gucken, ob wir hier ein bisschen... Falsche Richtung. So. Zumindest ein bisschen Strom generieren können. So, dreh dich mal voll in die Sonne. Ach nee, wahrscheinlich ist seitlich ein bisschen sogar besser, weil die Dinger drehen ja nicht. So. Ach, guck mal. So kommt Strom rein. So kommt ein bisschen Strom rein. Das wird aber nicht für die Mission die Lösung sein. Weil wir ja noch zurückfliegen müssen. Und so viel Strompuffer haben wir dann doch nicht. Krampfgarten. So, Hallöchen, Kuckuchen. Grüß dich. Schön, dass du vorbeiguckst mit deinen 14 Raidern. Schön, dass ihr hier seid. Hallihallo. Und vielen lieben Dank natürlich auch für den Resub im 11. Monat. Wir haben gerade ein bisschen ein bisschen verkackt. Ich habe vergessen, hier Solarpanelaten zu bauen. Ganz offensichtlich. Und muss das jetzt reparieren. Bevor ich zum Mond fliege, weil ich versagt habe. Einfach, weil ich versagt habe. Na, was habt ihr Schönes gespielt? Ich weiß, was ihr gespielt habt, aber ich frage das trotzdem. Ich habe es nicht bei Twitter gelesen. Hi Gershi und hi Bors. Also ist eigentlich die wichtige Frage, wie lief's bei KSP? Ich habe gerade ein bisschen Aussetzer tatsächlich. Also ich bekomme gerade ziemlich Framedrops rein in die Leitung. Wir müssen mal gucken, ob sich das gleich wieder behebt. Wenn Vodafone uns den Abend so richtig verderben will, dann ist das so, aber im Moment sieht das so aus, als ob sich das auch wieder findet. Also harren wir mal der Dinge. Das sollte gleich wieder okay sein. Hier ist zumindest schon mal alles wieder grün. Aber ja, er hat gerade ganz schön Frames geschmissen. So, KSP mit Unterbrechung für den Dragon Test. Sehr schön. Letztes Berät. Wir machen uns jetzt eine schöne, einfache Kapsel.
Nicht zu einfach, aber einfach. Codename Billigraumschiff. So, wir brauchen so eine Art Container. Sowas in der Größe wäre wahrscheinlich total ausreichend. Hier kann man ja hübsche Sachen machen. Bin fast ein bisschen angetan. Lasst uns das so tun. Inventory. Was wir hier nämlich reinbauen wollen, ist ja nicht nur der Schrauber. Wir wollen da auch Solarpaneele reinbauen. Damit wir... Okay, das reicht auch ganz knapp. Da könnten wir noch... Kommt, wenn wir schon fliegen, dann gibt es zur Entspannung noch eine Flasche Bier. Für diejenigen, die da arbeiten müssen. So, wir sind zu viert, also gibt es vier Bier. Tankstelle auf dem Orbit mit eigenem Asteroiden läuft. Sehr schön. Sehr schön. Habt ihr euch also einen Asteroiden eingefangen? So, da kommt ein Hütchen drauf. Ah, sehr schön. Ich glaube, das Design können wir durchziehen. Ich weiß gar nicht. Wenn das Offizielle ist, ich glaube, so passt es. Schauen wir mal. So, wir brauchen sowas in die Richtung. Wir brauchen eigentlich sogar noch weniger. Liegt ja alles nix. So. Ich nehme jetzt aus Größen- und Geräuschgründen den Terrier. Das ist allerdings eigentlich unnötig, muss man der Fairness selber sagen. So. Zack. Dann die Kappler. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Was passiert, Kalamul? Vielen Dank für den Resub im 8. Monat. Dankeschön. Warum bleibt das jetzt weiß? Na gut. So, können wir da jetzt einfach mit einem Booster in Orbit fliegen? Das würde mich persönlich sehr erheitern. Warum? So. Ach, recht locker. So, sehr schön. Dann brauchen wir nur noch. Was ist das Werkzeug oder den Engineer? Ich brauche Werkzeug und die Teile, die ich anbauen muss. Der Engineer ist schon oben. Der Engineer ist tatsächlich schon oben. Mir fehlt. Das Werkzeug und die Anbauteile, weil ich Kasper vergessen habe. Solarpaneele anzubauen. Weil ich nicht so viel kann. Aber das ist ja auch nicht neu. Nichts Neues, meine Güte. Nicht neu, genau. Zack. Strom ist ein guter Stichpunkt. Wir könnten noch eine kleine Batterie dazwischen stecken, dass wir nicht leer laufen unterwegs. So müssen wir da nicht reichen. 1000 Ströms-Einheiten. So. Das Ding hier. Reaction Wheel drin.
York. Scalen wir aber runter. Zack, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, die Kiste ein bisschen zu drehen. Sehr schön. So, Antenne ist dran. Batterie mit etwas Solar. Hm. Solar verschandelt das Ding so. Viel zu jetzt aber auch. Sieht mir eigentlich gar nicht schlecht aus, ne? So. Mal gucken, wie das wird. So, Resupply. Solar. Zack. Zack. Staging ist fast richtig. Zack. Und dann suchen wir uns ein Startfenster. Ich denke, die Batterie reicht so. Und die zwei kleinen Solarpanels, dann haben wir nicht aerodynamisch so viel Einfluss. War das Wort, was ich gesucht habe? Einschub. Aerodynamisch so viel Einschub. SRS an. Wir brauchen unsere hier Kerbal Moon Mission. So, die fliegt hier über uns drüber irgendwann wieder. So. Ich denke, so passt das und dann fliegen wir mal los. Schön einfach mal nur auf Basis eines Feststoffboosters. Ich hoffe, dass die Fins mir ab einer gewissen Geschwindigkeit genug Kontrolle geben über den Hobel, dass ich hier meinen Gravity Turn rocken kann. Da habe ich jetzt relativ wenig Einfluss drauf. Wir gehen jetzt einfach schnell und hässlich durch die Atmosphäre durch. Ich hoffe, dass sich das alles zum Guten wendet. Dafür war es billig.
dem Gravity Turn ein bisschen vertan. Ich würde dann jetzt gerne das Triebwerk abschalten. Thank you. Treffen wir uns eventuell in einer etwas höheren Umlaufbahn als geplant. Hoppla. Hoppla. Trifft's ganz gut. So, ich würde sagen, wir machen mal eine Abtrennung. So, dann verwandeln wir das Ganze hier mal in Orbit. Hust, hust. Wir haben aber, glaube ich, genug Reserven, um das zu korrigieren. Leichte Abweichung ist auch kein Problem. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das ein bisschen rumpressen hier. Mal gucken, ob wir das zu einem Encounter in der nächsten Runde hinbekommen. Außen wäre wahrscheinlich intelligenter gewesen, aber wir ziehen das jetzt. Wir ziehen den Fehler mal einfach weiter durch. Mal gucken, ob es noch was wird. Zack. Wieder Retrograd. Das war nicht so gut, ne? Wieso ist mein Fuel alle? Habe ich mich irgendwie verkalkuliert? Ich glaube, ich habe es richtig verbockt gerade. Ich habe überhaupt nicht aufs Fuel geachtet. Da stand eben noch so viel. Das heißt, wir werden mit dem Ding hier einen Abfang machen müssen, ne? Ach ja, Leute. Schauen wir mal, dass wir von der anderen Seite den Abfang machen. Manchmal ist der Wurm drin. Meine, da stand gerade irgendwas noch von 1000 irgendwas, aber da habe ich irgendwo anders hingeguckt scheinbar. Nicht ganz so wild. So. Mal gucken. Da haben wir den Encounter. Er ist hier. Sondern ein bisschen. Das ist auch kein guter Eingang.
Der ist sehr weit draußen. Wir unterfliegen den jetzt. Lohnt es sich, den zu holen? So, im Moment habe ich da drüben einen Counter, wo ich ihn überholt habe. Was wäre, wenn ich meinen Orbit ein Stück weit anhebe? Dann hole ich mir hier drüben einen Counter bei 20 Kilometern Entfernung für sehr viel weniger Aufwand. So. Die müssen wir gleich noch mal ein bisschen nachkorrigieren, aber das ist okay. So. Gucken wir mal, dass wir das Beste draus machen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, dann werden wir gleich einmal die Inklination kurz anpassen. So, Antrieb ist aus. SAS kann auch aus. Dreh dich ruhig ein bisschen, Schiffchen. So, Inklination 1,9. Die müssen wir einmal gerade ziehen. Obwohl es mir vielleicht sogar besser passt. Hier ist meine APO. Da ist es ein bisschen preiswerter, ne? Machen wir das doch hier. So, dann kommen die hier auch sehr viel näher zusammen. Sehr schön. Okay, dann sind wir auf 6 Kilometer runter. Zum nächsten Manöver. Thank you. So, sehr schön. Es geht doch. Also Leute, gleich haben wir's. Die Cam bringt kein Standbild, das bin ich manchmal. Die Cam hat selten Standbild, meistens ist das nicht technisch bedingt. Ich bewege mich dann einfach nur nicht. Das ist normal, da gewöhnt man sich mit der Zeit dran. Jetzt ballern wir Sprit raus und danach wieder direkt wieder zu landen, da der Sprit für mich nicht reicht. Ich glaube, das passt. Wir haben 1425 Delta V in dieser Stage. Diese Stage ist gedacht, um ca. 1000 Delta V zu liefern. Das kriegen wir alles hin. So. Kann man das jetzt noch ein bisschen beeinflussen? Ein bisschen aufpassen. Ah, das wird mir zu heiß. Das wird mir tatsächlich zu heiß. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir können so auf knappe 70 runter. Mehr ist nicht.
Relative Speed 316 Meter pro Sekunde. Das reicht nicht mit dem Jetpack, ne? So kriegen wir es hin. Okay. Das ist unser Abfang. Let's do this. So kriegen wir es hin. Dann müssen wir uns ein bisschen anpassen. Ja, das sollte reichen. Das sollte knapp hinhauen. Wir kriegen dann trotzdem noch den Boost raus zum Mühen. Ja, ja, das passt. Der ist isoliert, ne? Ja. Das wird jetzt ein bisschen experimentell hier. Aber wir schwenken einfach kurz auf seine Umlaufbahn, um uns dann hinten wieder raus zu boosten. Dann sollte das eigentlich gehen. So. So, wir brauchen 200 und ein bisschen, um... seine Geschwindigkeit anzunehmen. Das passt auch. 266, dann sind wir bei 1044. Das haut hin. So, Buttertoast, Kaktusbombe und Theogil. Vielen Dank für eure Follows und ganz herzlich willkommen bei den Kyronauten. So, ich denke mal, wir können safe schon mal Retrograde gehen. Wenn die Cam sich nicht mehr bewegt, denke ich nach. Das ist meine Form von Nachdenken. Da wird der Rest des Körpers wird bei mir dann runtergefahren, damit die gesamte Energie ins Gehirn geleitet werden kann. Und dann sitze ich da unbeweglich. Griffin, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Der Passenger, vielen lieben Dank für den Resub im vierten Monat. Schön, dich mal wieder zu sehen. Strom sieht bisher auch okayisch aus. Und Zündung. Sehr schön. Unter 100 Meter. Ich denke, damit kann man arbeiten. Gut, Leute. Was hier ist aus? Krimisch, it's your turn. Wir jetpacken rüber und holen den Stuff. Entfernung. Da ist unsere Rakete. Sehr schön. Ich muss mich nochmal kurz orientieren. So, und dann müssen wir natürlich aus dieser Umlaufbahn relativ schnell wieder raus. Wir haben aber fast einen ganzen Orbit. Das sollte zeitlich reichen. Was macht RCS? Also, es bedeutet Reaction Control System. Und das sind diese kleinen Steuerungsdüsen, die du hier auch am Jetpack siehst. Sind meistens irgendwelche Kaltgasdüsen.
Also keine kompletten Antriebe, die dafür da sind, Lagekorrekturen des Raumschiffs durchzuführen. So. Also diese kleinen Steuerdüsen im Prinzip. So, jetzt packen wir hier mal alles ein. Danke, Neo. Das trifft mich auch, wenn du sowas sagst. Oh. Nee, da müssen wir nochmal fliegen. Okay, aber das Bier können wir schon mal mitnehmen. So, wo ist das Raumschiff? Da. Das Bier wird auch schön kalt währenddessen, das ist gut. So, dann machen wir hier das erste Sonarpanel direkt fest. Dann haben wir das schon mal. Vom Target. Ach ja. Ja, ja. Im Leben waren das keine 3 Meter. So. Zweiter Anlauf. So, im Moment steigen wir noch Richtung Apuasis, also noch alles safe. Also mal gucken, wie groß die Dinger hier in zusammengeklappten. Ah, die waren nur Single Deploy, ne? Ja, alles gut. Okay. Dann würde ich sagen, ab nach Hause. Werden hier etwa Satelliten ausgeschlachtet fürs Schiff? Nee, 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 das war eine Nachschublieferung, bei der ich mich mit dem Treibstoff etwas verkalkuliert habe. Also sind wir jetzt hingeflogen. Das ist kein Upcycling, das ist tatsächlich so gedacht gewesen. So, jetzt schauen wir mal, dass wir das noch ordentlich anbauen. Dann wird es langsam Zeit. Ja, 4 Minuten, 5 Minuten noch bis zur Apoapsis. Dann sollten wir soweit fertig sein. Seriously? Sie sind nicht nah genug. Na gut. Dann kollidieren wir eben mit dieser Rakete, wenn es dem Anbau zuträglich ist. So, jetzt müssen wir mal schauen. Es gibt hier halt keinen so richtigen. Sweet Spot. So, mein Junge. Bierchen nicht vergessen.
Und hinein. Cool, dass man das konsumieren kann. Sehr, sehr gut. So, unequip board. Okay, wir sind vorbereitet. Wir haben jetzt Solarpaneele. Wir können Strom machen. Das ist nicht ganz hübsch, weil schräg angeschraubt. Das sieht richtig gruselig aus, aber für eine Notfall-OP völlig ausreichend. Genau, man hätte das auch gleich anbauen können, richtig. So, Wunder not schön. Das ist ein richtiges Körbel-Raumschiff jetzt. So, jetzt lass uns zum Mond fliegen. Da wollte man nämlich eigentlich hin, bevor dieses ganze Drama hier begonnen hat. Schaffen wir das, bevor wir in die Atmosphäre eintreten? Wir machen mal ganz kurz einen kleinen Boost. Und zwar Orbit Prograde. So, und dann haben wir noch... Also wir haben jetzt 1041 Meter pro Sekunde. Kurz ein bisschen Schub rein, dass wir nicht in die Atmosphäre reinklatschen. Check. So, ist wieder in Orbit. Und jetzt suchen wir uns mal. Zum Moon. Das sollte ganz gut passen. Ja. So. ...807 Meter pro Sekunde. Dann können wir noch eine Korrektur auf einen Polarorbit machen. Lassen dann den Satelliten raus. Und korrigieren uns dann wieder zurück auf einen... Oder wir landen aus einem Polarorbit. Das ist eigentlich auch egal. Ist eigentlich wirklich egal. Wir können auch in einen Polarorbit einfliegen. Aber den Satelliten sollten wir rauslassen. Das ist das Gewicht, was wir sparen. Genau, ich biete euch das nur, dass ihr solche Fehler nicht begeht. Genau. Wenn ich einfach nur Ja sage, habe ich ja nicht gelogen, richtig? Also, wir fliegen den jetzt in den Moon Orbit ein. Dann gehen wir in den Polarorbit am Moon. Also, wir schießen auf einen Polarorbit des Moons los mit einer Kurskorrektur und werden dann den Satelliten aussetzen. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Und dann... Er schreit in so einem Funk rum. Und dann werden wir mal sehen, was der Rest des Tages noch so bringt. Ich hoffe, wir gehen nicht durch die Atmosphäre durch bei dem Flug. Aber eigentlich sieht es gut aus. Okay. Fast ein bisschen flügelmäßig, die Solarpaneele. Schön, dass sie auch in mehreren Ebenen schief zueinander sind. Und Feuer frei. Genau, dann machen wir noch einen Mitkurs mit dem Resttreibstoff, falls wir den überhaupt brauchen. Vielleicht fliegen wir es auch mit den RCS-Triebwerken. Mal gucken, wie schlimm die wird. Ich habe jetzt mit Absicht den Moon direkt getroffen, damit wir eigentlich nur noch nach oben oder unten im Prinzip können wir uns aussuchen. Ich bin traditionell eher der oben drüber Flieger. Korrigieren, das sollten nur ein paar Delta V sein. Und dann setzen wir den Satelliten aus, weil dann ist der in seinem Endanflug. Und das Ding hat ja eigentlich alles, was es braucht. Eigentlich.
Mal gucken, ob es funktioniert. Das wäre schön, wenn wir so in einem Abwasch den Scan-Auftrag auch mitmachen könnten. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Dann sparen wir uns eine Menge Geld. Das war jetzt nämlich schon teuer genug, nochmal extra dieses blöde Werkzeug hinterher zu fliegen. Und Silverim, vielen lieben Dank für den Resub, auch im vierten Monat schon. Dankeschön. Noch 2 Monate, dann gibt es die silberne Rakete. So, here we go. Und aus. Ganz kleine Korrektur noch. Das hier ist aus. Manöver erledigt. So, dann machen wir doch mal Focus View. Also, wir sind jetzt auf einem schönen Einschlagkurs. Wir können es natürlich auch lassen und den Satelliten selber korrigieren lassen, ne? Dafür hat er ja eigentlich selber Sprit. Wisst ihr was? Wir kümmern uns darum, den Satelliten fertig zu machen. Schöne Idee eigentlich. Das machen wir mit dem Satelliten selber. So. Extend Antenna, das ist, glaube ich, relativ wichtig. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. So, wir hatten auf Bremse, meine ich, ne? Hatten wir die Action Group. Passiert schon was? Ja, es passiert was, aber es passiert halt sehr langsam. Ich glaube, bis dahin ist er schon von alleine rausgeschwebt. Er sieht das auch mit der Same Vessel Interaction nicht so eng, wie ich das gesehen habe. Für das Clipping kann ich nichts. Ich habe damit gerechnet, dass er in seiner Bay bleibt, aber er macht das auch ohne unseren Hebemechanismus. Ganz hervorragend. Das ist ein Sinnbild, wie das funktionieren sollte. Also das hat natürlich rausgeschoben. Ach ja. Na gut. Aber es hat funktioniert. Ne? Es hat ja funktioniert. Du Zeus, vielen Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kronauten. So. Schub ist auf 0. Activate Engine. Sicher. Ich weiß nicht, von wo der gerade kontrolliert. Der ist auch richtig rum dran. Sehr schön. Okay, du brauchst eine Korrektur, mein Freund. Zwar in einen polaren Orbit. Weil er ist ja eigentlich der Einzige, der das braucht. Dann brauche ich das nämlich nicht mit dem Rest vom Raumschiff zu machen. Und wir haben das Gewicht auch direkt schon abgerufen. Ich glaube, 250 Kilometer war diese Scanhöhe. Ich mache jetzt einfach mal 250 Kilometer als Einflugsorbit. Zack. So. Und er hier korrigiert jetzt mal ein bisschen was nach. Das machen wir auch jetzt schon. Und zwar Radial Out In. Ich glaube, ich muss eigentlich nur ein bisschen bremsen, aber. Bin ich in Flugrichtung ausgerichtet? Viel guten Willen, ne? So. Zöllein, schönen guten Abend. Und Walz von der Pfalz, könnte ich fix eine Stelle fragen? Du kannst natürlich gerne Fragen stellen, klar. Seht ihr was? Passiert da was? Ja, aber sehr langsam.
jetzt ausparken für Fortgeschrittene. Scanner frisst ordentlich. Ja, mal gucken, ob das reicht. Mal gucken, ob das reicht. Wieder. So, der Satellit ist unterwegs. Wir sind auch unterwegs und korrigieren unseren Orbit jetzt einfach durch eine leichte Bremsung nochmal nach. Dann kommen wir nämlich schön in einem äquatorialartigen Orbit an. Und unser Satellit kann in Polarorbit einfliegen. Dann schauen wir mal, ob das mit dem Scanner hinhaut. Der Höhe. Völlig okay. Komplett wieder gefordert. Counter-Mission. Ich habe die Sentinel-Mission auch gemacht. Bei mir hat die aber instant funktioniert. Da musst du mal gucken. In der Sammlung, ich weiß nicht, das müssten ein paar Folgen her sein. Das heißt aber auch irgendwas mit Asteroiden Day oder so. Und bei mir hat die funktioniert. Ich weiß gar nicht, habe ich die auf irgendwas eingestellt? Ich meine nicht. Ich habe die einfach auf den geforderten Orbit gepackt und habe ihn laufen lassen. Also guck mal in der, such mal nach einer Folge in der Sammlung, die heißt irgendwas mit Asteroiden Day und der braucht wirklich lange, bis der Auftrag erledigt ist. Also es hat bei mir fast ein Jahr gedauert im Spiel, bis der Auftrag durch war. Also da kann ich nur sagen, nicht wundern, wenn das nicht gleich zum Erfolg führt. Ja. So. Zack. Das ist auch richtig gut. Auf jeden Fall. Also mit dem Scanner die Solarpaneele zu beschatten. Da kann ja nichts Schlimmes passieren. So. Now for the fun part. Ich denke, wir werden safe bis hierhin scrollen können. Scrollen. Zoomen. Warpen. Aber nicht scrollen. Scrollen ist ein sehr falsches Wort in diesem Kontext. So. Auf zum Manöver. Aber trotzdem Manöver liefern die Dinger noch ein bisschen Strom. Das ist ja gar nicht so schlecht. So. Achtung, das wird gleich ein bisschen laut. Nur, dass ich es vorher schon mal gesagt habe. Mich von gewünschten Werten näher an Duna als an Kerbin. Das kann natürlich sein. Das weiß ich nicht. Vielleicht kannst du irgendwas umstellen am Sentinel. Ich war halt in einem Orbit,
niedriger als Kerbin zum Scannen. Das hat eigentlich funktioniert. Der Scanner muss auf polare Bahn. Ja, deshalb fliege ich jetzt auf diese Bahn. Lila markiert. Stellst du auch ab und zu was im Verwaltungsgebäude ein? Du meinst Policies? Ja, ich habe 3 Policies aktiv. Aber ich habe so über Strategia ein bisschen erweiterte Policies. Derzeit habe ich das EVE-Programm aktiv. Ich habe Massive Scale Launches und ich habe To Boldly Go. Genau. Achtung, laut. Ich habe es vorher gesagt. So. Dein nächster Timer ist hier. Add-Manöver. In den Orbit einbremsen. Zip. Zack. Fertig. Hinzufügen. Alarm. Check. Sieht man das andere Ding noch irgendwo? Ne, so kann ich das nicht umschalten. Dann machen wir das so. Hallo? Neue Tastaturbelegung. Wie schaltet man zurück zum da ist es. Sehr schön. Bei mir war es immer Ö. Aber dank Wipe jetzt auch neue Tastaturbelegung. Also die aktuelle deutsche Tastaturbelegung. Das ist für mich noch ein bisschen schwierig nach so vielen Jahren. Nach so vielen Jahren ist das für mich tatsächlich nicht ganz einfach, mich da mental darauf einzustellen, dass das andere, einfach andere Knöpfe sind, dieses ganze Schub geben und. Aber ich habe es mal umgestellt, damit ich in den Tutorials aufhöre, Blödsinn zu erzählen. Mich selber auch dran gewöhne. Alles, alles Kundenservice, alles Kundenservice. So. Los geht's. Piep, piep, kleiner Satellit. Guck mal, der Relate für uns. Ist das nicht lieb von ihm? Aber jetzt entfernt er sich auch massiv von uns. Wir behalten das hier mal mit im Auge. Also Strategien im Stockgame können halt bei Hard-Mode-Spielen echt interessant sein. Weil es manchmal relativ spannend ist, sagen zu können, jawohl, ich wandle einen Teil der Reputation in Geld um, weil Hard-Mode und Geld, wenn man wirklich komplett Stock spielt, teilweise sehr schwierig sind. So, ich sehe den anderen Satelliten gar nicht. Interessant. So, wir müssen jetzt gleich mal Retrograde brennen. Da haben wir auch noch ein bisschen Sprit für. Das wird nicht komplett reichen, aber wir machen jetzt mal ein Manöver hin. Schön halbwegs stabilen Orbit. Alle freuen sich, alle sind sehr glücklich mit der Gesamtsituation. So, und irgendwo muss doch hier im Moment der Satellit angescheuert kommen, aber ich sehe ihn noch nicht. Vielleicht will er mir auch einfach nicht anzeigen. Achso, ich habe Relays ausgeschaltet. Ja, das erklärt natürlich auch so einiges. So, wird gleich viel voller, wenn man es macht. So, auf zum Manöver. Ich freue mich schon sehr auf die Moonlandung. Ich glaube, es ist unsere erste Moonlandung mit den neuen Texturen, oder? Ich glaube ja.
Safe. Ich war ein bisschen unsicher, wie nah wir zueinander kommen, aber das ist völlig in Ordnung. So, die Kappe und Triebwerk passt. Dann haben wir da auch noch mehr als genug Sprit. Sehr schön. Das sieht alles sehr gut aus. Das sieht doch alles sehr gut aus, trotz unserer kleinen Orbitaleskapaden. So, bereit für den Burn. 5, 4, 3, 2, 1 und Burn. Toll mit dem Sonnenuntergang gerade. Optisch sehr wundervoll. Und weiter geht's mit der Landefähre. Im Dunkeln fallen die Schienen so laut von denen auch nicht so auf. Das stimmt. Oh, sieht erstens aus. Wir sind im Orbit und wir können direkt schon mal zum Satelliten erstmal rüberschalten. Dann müssen wir uns gleich was aussuchen, wo wir landen. Irgendwas Nettes, wo wir noch nicht so oft waren. Und dann schauen wir mal, wie das so klappt, ne? Ja, auf KSP 2 freue ich mich auch schon sehr, auch wenn es jetzt wahrscheinlich schon wieder zusammen mit Cyberpunk veröffentlicht wird. Ah. Ich wünsche es keinem von beiden Spielen, aber vielleicht wird ja eins noch später veröffentlicht. Die Modliste kannst du jederzeit über Ausrufezeichen CKN hier im Chat kriegen. Das funktioniert übrigens auch außerhalb der Streams, Leute. Also wenn ihr mal die Modliste haben wollt, und ich streame gerade nicht, kommt hier einfach in den Stream-Chat, setzt das Kommando ab. Der Bot ist auch aktiv, wenn ich nicht streame. Dann gibt er euch trotzdem den Link raus, weil er ein cooler Bot ist. Hoffe ich für ihn. Hoffe ich sehr für ihn. So. Zeitraffer, oder? Spricht da irgendwas dagegen? Strom haben wir. Zeitraffer. So, wir fliegen hier natürlich jetzt in eine andere Richtung in den Orbit ein. Also da unten kreist quasi unsere Raumfähre. Man sieht sie da auch ein bisschen. Wir kommen jetzt hier in den Polarorbit eingeflogen und werden... Ah, sehr schön. Das Relay ist auch gerade sehr gut positioniert für unseren Zweck. Also wir nutzen unser Deep Space Network, was eigentlich dafür da ist, unsere Yol-Mission zu versorgen. Wir hätten aber auch noch Funkkontakt nach Kerbin gehabt. Aber gelben. Oh, das hält auch den gesamten Burn durch. So, ich habe jetzt hier einen 236 Meter pro Sekunde Burn mit einem sehr lauten Triebwerk. Ich empfehle jedem von euch in so circa 25 Sekunden den Sound ein bisschen runterzudrehen. Das wird nämlich unangenehm, also es wird wirklich unangenehm laut. Das ist so ein ganz hochfrequentes und leider sehr lautes Triebwerk. Die kleinen Triebwerke sind irgendwie nicht ganz sauber abgemischt im Verhältnis. Von daher Vorsicht. Ich habe keine Beta und soweit ich weiß, gibt es nichts Neues zum Release von KSP2. Es gab letzte Woche was Neues, oder diese Woche, noch ist ja Sonntag, was Neues zum Release von Cyberpunk. Achtung, wird laut. So, good enough, würde ich sagen.
Das lassen wir gelten. Jetzt müssen wir das Ding einmal positionieren. Nämlich so, dass wir ideal viel Sonne reinbekommen. Und dann müssen wir mal gucken, was die Kiste sagt. Perform Orbital Survey. Das war knapp. Das war richtig knapp, Leute. Das wäre beinahe richtig schief gegangen. Eieieiei. Glück gehabt. So, damit haben wir unseren Scan erledigt. Das war einer unserer Aufträge. So viel hat er gefehlt. So viel. 10% weniger Strom wäre Feierabend gewesen wahrscheinlich. Also ein bisschen mehr als 10%, aber 15% wäre Ende Gelände. So, wir haben Ressourcenscan vom Moon. Das ist doch eine schöne Sache. Interessiert uns eigentlich überhaupt nicht. Aber wir haben weiteres Relay platziert und wir haben Kohle dafür bekommen. Und für Geld tue ich raumfahrtseitig gesehen fast alles. So. But now for the Moon Mission. Also, wir werden uns jetzt was Nettes suchen, wo wir noch nicht gelandet sind. Dort werden wir dann, das mag jetzt überraschend kommen, aber wir werden dort landen. So. While landed at the moons. So. Crew report. Moons Highland, Moons East Side Crater. Und dann gucken wir mal, was das Surface Sample sagt. Highland, okay, also auf gar keinen Fall Highlands. Und Eva Report. Highlands nicht, East Farside Crater nicht. Okay, cool. Dann lass uns doch. Der East Farside Crater. Was ist das denn für einer da? Das ist natürlich ein bisschen riskant, wenn das der East Farside ist, aber es ist nicht auf der Rückseite des Moons, also es kann nicht der East Farside sein. Deshalb hätte ich gesagt, wir machen den jetzt mal und probieren uns an diesem Krater aus. Highlands ist es auch auf gar keinen Fall. Let's do it. So, wie geht's euch eigentlich insgesamt so? Habitation sind alle ein bisschen unglücklich. Ja, ist ein bisschen eng in der Kapsel, das kann ich verstehen. Essen ist aber noch für 4 Tage da. Kann also gar keiner rumheulen. So, die Alarmglocken machen wir wieder zu. Freunde. Ich hoffe, hier ist schon wieder alles sauber für Suicides eingestellt. Hoffen wir das Beste. Gucken wir mal, wie diese Landung so läuft. Als erstes bremsen wir uns zu einer Kraterlandung. Midlands wäre wahrscheinlich auch okay. Vielleicht die Flaggen auch anschalten sollen, hätte ich auch nochmal gesehen, wo wir schon waren. Aber ich habe da keine Experimente, also eigentlich muss es safe sein. Okay.
East Crater. So, und das andere war East Farside Crater. Also eigentlich East Crater, Mans, East Crater. East Farside Crater, East Farside Crater, alles geschenkt, aber East Crater haben wir noch. Da! Orbital Telescope Observation haben wir schon mal gemacht, das interessiert nicht. Aber wir haben schon mal einen Magnetometer gemacht. Oh, ein Instrument war umsonst. Okay, wir waren da irgendwie schon mal mit einem Magnetometer. Warum auch immer wir den Rest nicht gemacht haben. War vielleicht eine Probe oder so. Das kann natürlich sein. So, Suicide Burn Distance wird angezeigt. Delta V werden angezeigt. Ja, ich probiere das so elegant wie möglich zu lösen. Und ich hoffe, wir sterben nicht. Ich hoffe wirklich, wir sterben nicht. Ich werde uns irgendwie ein bisschen Puffer gönnen. Weil ich ein Schisser bin. Warum ist Impact in... Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt nicht. Mit den Zahlen. Ich drossel jetzt mal unsere Sinkgeschwindigkeit. Und nehme währenddessen Geschwindigkeit raus. Irgendwas stimmt nicht. Die Zahlen und die Zahlen passen nicht zueinander. Ich denke, da kommt irgendeine Bodenwelle zwischendrin, an der wir hängen bleiben würden. Deshalb greife ich da jetzt schon mal ein bisschen vorher ein. Das ist mir zu gefährlich sonst. So, Vertical Speed ist relativ gering, den kriege ich schnell korrigiert und er sinkt auch weiter. Durch dieses leichte Anstellen in die Richtung. Also ich bremse nicht nur horizontal, sondern ich bremse auch vertikal schon mal vor. Okay, ich sehe unseren Bremspunkt. Da hinten ist er. Der gefällt mir ganz gut, den versuche ich jetzt ungefähr da zu halten. Wird jetzt nicht ganz ein Suicide dadurch, aber es ist, glaube ich, auch in Ordnung. So, jetzt fühle ich mich ein bisschen wohler. Hier unten der Estimated Burn und der Impact sprechen nicht mehr eine Sprache, die mir Angst macht. Ach, guck mal, da drüben ist das Moongate. Der Bogen. Ich hätte eher bremsen sollen. Hoppla. Per Hand. Ich glaube, wir kommen ein bisschen schnell runter sonst. So ist okay. Sehr schön. Was? Waffeln. Waffeln würde ich auch nehmen. Bring gerne welche mit. Weißt du, es ist wie in der Schule. Oh, Captain Caps Lock ist auch noch da. Es ist wie in der Schule. Du darfst gerne Waffeln machen, aber bring für alle was mit. So, wir nehmen noch ein bisschen Schub aus. Das war jetzt nicht ganz Suicide Burn-like. Aber good enough. Wow.
Wonderful. Und guckt euch an, wie der Moon mittlerweile aussieht, wie wunderschön er geworden ist. Wie wunderschön er geworden ist. Und ich finde, die neuen Texturen kommen gerade in einem Szenario, wo man so mit tiefstehender Sonne runterkommt, unglaublich gut raus. Das ist nicht zwingend Grafikmod, das ist 1,8er KSP. Wonderful. Wir sind sowas von gelandet. Zeus, ich glaube, ich habe nicht Danke fürs Follow gesagt. Hexer, vielen lieben Dank für den Resub im dritten Monat. Und Schnado, vielen lieben Dank für den Follow. Und natürlich auch ganz herzlich willkommen bei den Kommonauten. Wir sind gerade auf dem Moon gelandet. Und werden jetzt da mal ein bisschen Science einsammeln. Und unsere neuen Kommonauten natürlich trainieren. Die heute das erste Mal hergeflogen sind. Also, Iborg war schon Level 3. Den habe ich irgendwie falsch erstellt. Aber der Rest ist heute das erste Mal. Naja, Grimmisch ist auch nicht das erste Mal im Weltall. Er war schon mal auf Minmus. Aber er ist jetzt das erste Mal auf dem Moon. Und da hinten ist tatsächlich der Mune Arc. Ich bin wieder aus Versehen fast am... Wären wir einfach weitergeflogen? Nee, das ist, glaube ich, hier oben. Ein bisschen abgewichen. Na gut. Duonator, vielen lieben Dank auch an dich fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kommonauten. Wir machen erstmal die Science-Sachen, bevor ich aussteige. Mit dem Strom sieht's gut aus. Unsere Versorgung sieht auch noch gut aus. Also alles chico. Wir fangen an mit den großen Sachen. So, dann können wir hier auch schon mal wieder die Tür zumachen. Zack. Gravioli raus, Accelerometer raus. Ich finde die Teile wirklich wunderschön. Also da muss man mal sagen, ganz großes Lob an Universal Storage. Die neuen Wedges mit den Science-Experimenten sehen wirklich, wirklich toll aus und fügen sich unglaublich schön in dieses Universal Storage Design rein. So, Retract Thermometer und Barometer. Und Ghoststalker, vielen Dank für den Resub im 8. Monat. Dankeschön. Und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Lock Temperature. Lock Pressure Data. Yes. Keep all them experiments. Zack. Achso, ich könnte das eigentlich mal alles offen lassen, weil ich doof bin. Ich will das ja noch ein zweites Mal machen. So, Deploy Goobay. Observe Mystery Goo. Der ist leider nichts mehr wert. Machen wir beim ersten Mal aber mit, weil ich weiß noch nicht, ob der schon auf der Raumstation ist. Zack. Und damit sind wir, glaube ich, durch. Yes. So, dann gibt es hier noch einmal einen Crew Report. Und ein wissenschaftlicher Mitarbeiter wird hier eine EVA machen. Zack. Und ein Surface Sample nehmen. Wir diskutieren nicht darüber, wie er das von da oben macht. Er macht es halt einfach. So, dann ziehen wir das alles hier. Collect all. So, und dann kann der wissenschaftliche Kollege seinen Teil der Arbeit tun. Neu angefangen oder weitergeführt? Es ist weitergeführt. Sieht das aus wie Wolken? Nee, das ist die... Leute, sind da Wolken? Das ist ja eigenartig. Das scheint aber auch ein Grafikfehler zu sein. Also, keine Wolken auf dem Mond. Just saying.
falls da irgendwie Fragen auftauchen sollten. Ups, angedockt und kannst du da drauf stehen? Bist du artistisch genug? Ah, hervorragend. Abladen. So, und dann können wir ihn schon mal hier draußen absetzen. Für die Experimente, die wir aufbauen wollen. So. Als nächstes brauchen wir unseren Ingenieur. Der muss noch irgendwas tun. Ob es ihm gefällt oder nicht. Der kann nämlich schon mal die Bauteile für die Bodenstation holen. Und helfen die aufzubauen gleich. Bam, 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 bam. So, einmal Bodenstation. Programmieren hier. Sehr schön. Dann holen wir das Solarpanel. Captain Mud Scratch, vielen lieben Dank für den Resub im 19. Monat. Dankeschön. Da geht aber auch jemand hart auf die 2 Jahre zu. Also, Sub nicht altersmäßig. Vielen lieben Dank dafür. Und Josiah, vielen lieben Dank fürs Follow. So, jetzt eine wichtige Sache für alle, die es noch nicht gemacht haben mit den Stock-Geschichten. Wenn ihr das Solarpanel aufbaut, baut das mit einem Ingenieur auf, dann gibt es mehr Strom. Dann reicht das auch für die gesamte Anlage. Statt einem gibt es dann nämlich, glaube ich, 3 oder 4 Stromeinheiten. So ist das ganz gut platziert. So, und das macht jetzt nämlich 3 Einheiten Strom und damit kann es das da und die Experimentstation sauber betreiben. Jetzt muss ich einmal ausrichten. Und wir haben Strom. So, und der Wissenschaftler macht dann nämlich das Experiment. Die produzieren dann mehr Science, wenn Wissenschaftler sie aufbauen. Deshalb macht das auf jeden Fall der Honi jetzt. Und natürlich muss der Honi auch noch was lernen. Und er ist sehr glücklich. Ich finde übrigens toll, dass es jetzt mittlerweile auch Eva-Kameras gibt. Und ich habe noch Experimente vergessen, sehe ich gerade. Sehr gut, die können wir gleich noch machen. Schön, das hat sich schon gelohnt, hier draußen rumzurennen. Mir ist nämlich was aufgefallen. So. Zack. So, machen wir hier drüben das Experiment hin. Also, Kamerabeobachtung unseres Schleims läuft. Jetzt gehen wir mal die Experimente noch machen. Ah, Flachkörper. Oh. Das war nicht so gut. Bisschen kopflastig der Sprung.
Machen wir das hier mal nämlich noch schnell fertig. Dann haben wir das gleich im ersten Schwung einmal mit drin. Tech Data. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch noch eins. Dann haben wir das schon mal. So, Laserdaten gesammelt. Und einsammeln. Sehr gut. Dann kann er schon mal seinen ganzen Spielkram da oben zusammentragen. So, jetzt haben wir nämlich einmal alle Experimente dafür schon mal parat. Jetzt darf der Mac hier natürlich auch noch raus. Als Farmer hat er die große Aufgabe hier, mit dem Boden zu arbeiten, indem er eine Fahne aufstellt. Jeder hat was zu tun. Da ist er glücklich. Da ist er glücklich. Ich finde auch ganz ehrlich die ganzen Lichtverhältnisse und so sehr viel gelungener. Sie haben das echt schön überarbeitet grafisch. Und ich finde, wir haben eine ganz tolle Zeit-Position auch erwischt zum Landen. Diese tiefstehende Sonne. Gebt euch das, das macht es nochmal so viel tausendmal schöner. Es wirkt endlich mal richtig groß, oder? Es wirkt richtig gigantisch, wenn man hier so rumsteht. Guckt euch das an. Endlich, ich fand auf Moon hat immer alles so kontextlos gewirkt. Und jetzt riesige Krater, man sieht die wirklich richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Jetzt aber genug geguckt. So, zack. Zack. Bohne Parasite, vielen Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kolonaden. So, dann kann er den EVA-Report noch machen. Keep und ein Surface-Sample nehmen. Zack. Hat alle gerade getanzt? Der verrückte Kerl. So. Und das kann er dann hier in den Tank stecken. Wenn wir es nämlich zur Raumstation schaffen sollten, müssen wir mal gucken, ob das reicht, spritmäßig. Sind die ganz gut aufgehoben da drin? So, jetzt machen wir hier nochmal einen Crew Report. Ach nee. Der Crew Report geht jetzt wiederum nicht, weil ich das nicht rausziehen kann. Ah, zieht er die andere Data auch? Die muss ich händisch rausnehmen und reinpacken, ne? Ja. Okay. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal alle Experimente machen. Bis auf den Magnetometer-Dings. Cosmic Data. Temperature. Pressure Data. Mac ist das alles noch einsammeln. Ah, ranklettern wird nicht sein, ne? Ranklettern ist nicht. Naja, wenn wir schon mal hier sind. So, hier haben wir natürlich Gott sei Dank dieses
fachmännische Magnetometer angebaut bekommen. Ups. Sagte er und wollte sich draufstellen, hat es aber leider nicht geschafft. So. Immer schön. Nicht auf den Wissenschaftsexperimenten. Experimentieren, genau. Balancieren. Nein, nein, don't do it. Verärgert die Wissenschaftler sehr, sehr. So, ich glaube, den jetzt noch einsammeln müsste ich alle haben. So, und dann packen wir die einfach händisch hier in den Container. Don't step on snakes. So, eigentlich... Ich gucke jetzt nochmal nach. Eigentlich müsste ich alles haben. Hier ist nichts mehr drin. Alles mitgenommen. Sehr schön. Okay, hier läuft alles. Science-Station funktioniert. Das heißt, wir können uns in die Rakete zurückschleichen. Wir werden jetzt gleich noch den Piloten einmal rauslassen, damit er auch Bodenkontakt hatte. Und die EVA auf dem Moon für sich verbuchen kann, auch wenn er schon 3 Sterne hat. Sollen wir ja diese Erfahrung machen. So, alle hatten ein bisschen Freizeit. So. Zack, zack, zack. Wo sind wir denn heute? Okay, wir müssen auf jeden Fall erst in Orbit einfliegen. Ja, wir machen das schnell, schmutzig, tief. KSP Wiki Mann. So. Muss mal ganz kurz gucken, was die höchste Erhebung ist. Damit ich das... Meter near South Pole. Okay, also über 7000 Meter ist alles safe. Gut, Freunde, dann hätte ich gesagt, bringe ich uns jetzt mal in Orbit zurück. Hoffentlich so spritsparend wie möglich. Und dann sehen wir mal zu, dass wir da was draus machen. Auf geht's.
Das ist relativ knapp mit dem Kraterrand, glaube ich. Hi Erdgeist, schönen guten Abend. Schicker Hintergrund. Meinst du den Mond oder meinst du meinen Hintergrund? Ist beides schick auf seine sehr eigene Art und Weise. Ah, Leute, das wird mit Hand ausstrecken hier. Ja, es ist okay. Okay, lass uns mal gucken, ob das reicht. Also Mission Control, ja. Ja. Oh, Leute. Viel flacher hätte ich das nicht anfliegen dürfen. Okay, also energieeffizienzmäßig sind wir gut unterwegs. Flacher wäre tot gewesen. Eieiei. Eieiei. Ah, sieht gut aus, der Moon. Ich soll trotzdem nach vorne gucken, ob da noch Berge kommen. Der nächste Hügel ist sonst unserer. Gut, dass wir die Solarpanels so leicht nach oben angewinkelt haben. Wäre sonst knapp geworden. Wäre sonst sehr, sehr knapp geworden. So. Okay, wir gehen jetzt sehr tief. Warum fliege ich so tief? Ich will ja möglichst energieeffizient zurückkommen. Das heißt, ich versuche so viel wie möglich vom Oberwurf-Effekt mitzunutzen, wenn wir gleich den Burn rausmachen. Dafür muss ich so schnell wie möglich sein und so schnell wie möglich bin ich, wenn ich so tief wie möglich fliege. Deshalb hatte ich nachgeguckt, was so die höchste Erhebung ist. Die liegt bei 7061 Metern am Südpol. Ich will nicht über den Südpol fliegen, wir fliegen am Äquator. Deshalb halte ich mich jetzt auf den 7000 Metern. Werd gleich, wenn ich Richtung Apoapsis komme, meine Zirkularisierung durchziehen. Das ist jetzt gleich der Fall. Das heißt, wir zünden jetzt nochmal. Und ich muss noch ein bisschen warten. Dann versuchen wir aus der Position raus, möglichst energieeffizienten Return nach Kerbin zu fliegen. Weil ich würde tatsächlich sehr gerne noch die Raumstation besuchen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es mir noch leisten kann. So, wir sind über 7000 Meter. Das sieht okay aus. Schauen wir mal. Und der Winkel sieht ganz gut aus. Ich muss gleich mal gucken, wie es ausschaut für die Raumstation. Die fliegt auf. Na, wo ist sie? Lass den mal so kurz. Wir haben noch 25 Minuten Zeit bis zum Burn. Das heißt, ich kann mir das noch in Ruhe angucken. Ich wollte nach Kerbin. Raumstation fliegt auf 149, 150 Kilometer Höhe. Okay. Das heißt, wir brauchen auch nicht tiefer als 150 Kilometer erstmal einfliegen. So, dann haben wir noch knappe 600 Delta V. Ja, das reicht nicht.
Das wird nicht reichen, glaube ich. Müssen wir mal gleich schauen, wie wir das machen. So. Aber jetzt fliegen wir erstmal so gut wie möglich unseren Return. Dann fahren wir einmal noch um den Moon rum. Und dann Marte alle. Dann muss jetzt das Wasser zur Hilfe reiten. Und dann gucken wir mal, ob wir das noch schaffen. Ich würde halt gerne noch die Experimente, die ich doppelt mitgenommen habe, auf der Raumstation abgeben, damit die im Labor untersuchen können. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir Delta V-mäßig da noch hinkommen. Beziehungsweise bin ich mir relativ sicher, dass eigentlich nicht mehr schaffe. Aber Aerobreak, bester Break. Wir können ein bisschen die Atmosphäre nachher vielleicht missbrauchen. Und uns hier ein bisschen ranzumogeln nochmal. Aber das gucken wir uns gleich erstmal an. Ziemlich hoher Berg. Da waren noch 2,5 Kilometer Platz. Wir sind auf jeden Fall schön tief unterwegs, das ist in Ordnung. So, wir sollten gleich bei unserem. Ja, da vorne ist unser Burn. Abrid in Space, vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kurbonauten. So, wir sind gerade auf dem Weg zurück nach Kurbin. Nach unserer, ich möchte noch nicht sagen erfolgreichen Mission, weil noch sind wir nicht durch, aber eigentlich ist es jetzt nur noch Sekundärziele, die schief gehen können. Treibstoffmäßig bin ich absolut sicher, dass wir sauber nach Kurbin zurückkommen. Wir haben Experimente ein. Gesammelt. Jetzt ist noch so ein bisschen die Frage, können wir die sekundären Ziele, also quasi die nochmal gemachten Experimente noch auf der Raumstation noch abliefern mit dieser Mission. Dann haben wir wirklich die gesamte Bank erledigt. Okay, wir sind fertig zum Abflug. Was wir jetzt natürlich machen könnten, mal ganz kurz, wäre 42 Sekunden haben wir noch. Bisschen Gewichtsreduktion betreiben. Wir werfen einfach die Beine ab. Und die Experimente, die keiner mehr braucht. Und das da. So. Und jetzt hoffen wir, dass das uns ein paar Delta V gebracht hat. Ah ja, viele sind es nicht. Ist auch nicht besonders viel Gewicht gewesen. Aber alles, was hilft. So. Und Zündung. Ich hau gleich noch Monoprop mit raus. Fallschirm ist schwer. Top Idee. Not. So, ich behalte mir noch ein bisschen Monoprop übrig, damit ich nachher von der Stage wegmanövrieren kann, wenn wir wieder eintreten. Aber da brauche ich nicht so viel von. So, ich habe ein bisschen overshootet. Mal gucken, wie schlimm es ist. Periaps ist 113. Ich überlege gerade, ob wir wirklich. Jetzt können wir mal gucken. Also, ich habe jetzt noch 674 Meter pro Sekunde Delta V. Ich bin mir ziemlich sicher, eine harte Bremsung wird so ungefähr 800 kosten. Auf jeden Fall mehr als ich habe.
Okay, was wäre, wenn? Lass uns doch mal Folgendes tun. Wir nehmen uns hier erstmal 400 Delta V raus. Beziehungsweise ich gebe jetzt noch ein bisschen Stoff. Gebe ich jetzt noch ein bisschen Stoff. Hier wäre es natürlich sehr wenig Aufwand jetzt, ne? So, wir gehen ganz knapp über die Atmosphäre, auch wieder so schnell sein, wie irgendwie geht. Und dann nutzen wir nochmal Herrn Oberth aus, um erstmal 500 Meter pro Sekunde wegzubremsen von unserer Apoapsis. So, das wird uns schon mal insofern helfen, dass unser Orbit A nicht mehr ewig dauert und wir B nicht mehr ganz so viel Energie im Orbit drin haben. Ich spreche vom Thema Aerobraking. Weil wir werden da noch nicht mit dem Hitzeschild voran durchgehen. Das ist für den Rest der Rakete immer so ein bisschen unschön. So, wie lange reicht das Essen? Das Essen reicht locker noch genug und auch die Habitation, da mache ich mir gar nicht so viel Sorgen. Wir kommen ziemlich schnell zurück. Das sollte alles ziemlich unkritisch sein. Deshalb aber auch diese schnelle Bremsung in einen niedrigen Orbit. Und dann werden wir aus dieser Apoapsis einen Aerobrake machen, um die Apoapsis noch weiter runterzuziehen. Und dann auf der Apoapsis, sobald die ein Level erreicht hat, womit wir zufrieden sind, die Periapsis wieder hochpushen, um die Raumstation zu treffen. Soweit die Theorie. So. Let's do this. Was wird heute gemacht? Wir waren auf dem Moon, haben dort eine sehr umfangreiche Science-Mission gemacht, auf der wir unsere neuen Kosmonauten trainiert haben. Wir sind jetzt gerade auf dem Rückweg und würden, also ich würde gerne noch die Raumstation tatsächlich ansteuern. Wir haben eigentlich für alles genug Puffer. Wir haben sogar einen kurzen Vorbeiflug hier, also im nächsten Orbit, wenn wir einmal begegnen. Aber da haben wir noch zu viel Relative Speed mit 455 Metern. Das ist es noch nicht. So, wir gehen jetzt nämlich einmal in den Kerbin-Vorbeiflug. Die Städte sehen gerade nicht so gut aus grafisch. Oder wir haben sehr, sehr klaren Himmel heute. Die Gebirge kommen aber sehr schön raus. So, schauen wir mal. Also, wir hauen jetzt erstmal die 500 Meter pro Sekunde raus. Das hilft zumindest schon mal insofern, dass wir beim Aerobraken nicht verbrennen werden. Hoffe ich zumindest. Das können wir auch schon mal einstellen, falls irgendwas schief geht. Okay, da ist der Schieberegler. Ich habe gerade ein bisschen Sorge gehabt. Los geht's. So, der Fallschirm ist scharf. Egal, was passiert. Herr Schrat, grüß dich. Na?
So, damit sind wir nämlich auch ein bisschen schneller im Umkreisen von Kerbin, was uns hilft, nicht zu verhungern oder den Goebbels den Dosenkoller anzutun, weil Habitation ist auch. Ja, gut, das Essen geht ihnen vorher aus, aber wir haben noch für 3 Tage Supplies, also es ist. Das ist okay. Meter pro Sekunde haben wir noch. So, jetzt müssen wir mal sehen. Also, Absenken unseres Orbits in die Atmosphäre kostet uns hoffentlich nicht zu viel. Nee, das geht relativ knackig und einfach. Und wir wollen auf keinen Fall zu tief. Wir wollen so auf. Wir fangen mal mit 57 Kilometer an. Eigentlich 55, weil ich bin mir nicht ganz sicher. Wir sind schon ziemlich tief, wo wir so viel Energie noch haben. So. Dann kommen wir sogar hier mal vorbei an der Raumstation, werden aber noch sehr viel zu schnell sein. Mein Ziel ist, dahin zu kommen, dass jemand drüber jetpacken kann. Das probieren wir jetzt mal aus. So, 9,2 Meter pro Sekunde ist de facto nichts. Das können wir mal eben so machen. Weit ist unsere Abweichung 1,5 Grad. Das machen wir dann nach dem Manöver, machen wir da draußen noch die Inklinationsangleichung. Da draußen kostet es uns ein bisschen weniger und das dürfte nicht so teuer sein. Lass es nochmal 20, 30 Meter pro Sekunde sein, die es uns kostet. Machbar. Ich glaube, es ist machbar, dass wir diesmal tatsächlich zur Raumstation kommen. Ich könnte aber auch einfach mal aufhören, so knapp zu planen. Das wäre die andere Möglichkeit, aber es ist viel weniger spannend. Es ist viel weniger spannend, wenn man das macht. Einfach mit genug Sprit loszufliegen. So, schön vorsichtig. Dann Thema Inklination. War gar nicht schlecht geschätzt. So. Sind leider 33. Ah. Ja gut, aber für einen guten Treffer werden wir die brauchen. Da haben wir noch 133 Meter pro Sekunde, ne? Oh, das wird knapp, Leute. Das wird reichlich knapp. Aber wir sind dann schon mal auf der richtigen Inklination. Eins nach dem anderen. Wie hieß es beim Marsianer so schön? So lange Probleme lösen, bis man wieder nach Hause darf. Die Jungs dürfen im Prinzip nach Hause, aber vielleicht mit ein bisschen Getüftel kriegen wir noch das ein oder andere Problem gelöst und dadurch ein paar Bonus-Science-Punkte von unserer Raumstation. Die freuen sich nämlich über so Daten total. Ganz kurze Zündung, 4 Sekunden. Jetzt nicht ganz perfekt ist, geht die Welt nicht unter 0,0 Degrees. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Das ändert nichts daran, dass wir hier immer noch
vorbeischrabbeln wie die Großen. So, und dann heißt es jetzt, hierhin warpen und vorbereiten auf den atmosphärischen Flug. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall die Solarpaneele rein. Die werden sonst ein bisschen toasty werden. Und dann hoffen wir mal, dass die Antriebsplatte hinten und unser Antrieb das soweit gut einfangen. Der Pod müsste es eh aushalten. Und dann bremsen wir ein wenig runter. Durch die Atmosphäre. Mal sehen, wie gut das wird. Also, wir starten auf 750 Kilometer Höhe. Kaktusbombe, schönen Abend ja auch noch. Was, so lange reicht dein Essen nicht? Doch, doch, doch. Mein Essen reicht noch ziemlich lange. Okay, hitzemäßig sieht es in Ordnung aus. Also wir kommen hier sauber mit durch. Die Platte fängt das unten sauber. Wir haben knapp 50 Kilometer Höhe abgebaut auf der Apoapsis. Aussteigen muss. Das verstehe ich nicht ganz. Ich meine das natürlich bei einer Begegnung mit der Raumstation. Kurz rüber jetpacken. Und wir müssen Solarpaneele 1 zumindest rausklappen. Ich mache mal nur eins raus. Ich bin da so ein bisschen Min-Maxer, da muss ich nicht dauernd hin und her schalten. So. Warp hier. Eine weitere Runde rum. Und das Schöne ist, dass auch die Runden halt immer kürzer werden. Und wir dann gucken können, dass wir eine Runde schaffen, in der wir relativ nah dran sind an der ganzen Geschichte. Also an der Raumstation. Und dann halt die jämmerlichen Reste an Geschwindigkeit ausgleichen. Hoffentlich. Das ist so der Plan dahinter. Mal gucken, wie gut dieser Plan dann tatsächlich funktioniert. Vielleicht ist es auch ein doofer Plan. Dann sind wir jetzt auf jeden Fall schon mal auf einem Kurs, auf dem wir früher oder später landen werden. Okay, das hat uns schon mal ein ganzes Stück weiter runtergebracht diesmal. Fast 62, 63 Kilometer weiter. Gut. So, Zeitraffer raus, Solarpanel raus. Nächste Runde. Wie gesagt, ich bin gespannt. Wir brauchen ein gutes Encounter. Und wir haben im Jetpack so ungefähr 200 Meter pro Sekunde an Delta V drin. Die können wir nutzen, um Experimente rüberzubringen. Wenn wir das schaffen. Müssen wir aber erstmal noch ein bisschen Geschwindigkeit abbauen. Wie gesagt, ich zeitraffer das so gut es geht durch die Atmosphäre durch. So, wir gehen jetzt jedes Mal ein bisschen tiefer auf der Periapsis rein und verlieren ein bisschen mehr in der Apoapsis, weil unser Orbit eh schon nicht mehr so viel Energie hat. Das ist jetzt so ein bisschen Tanz auf der Klinge, aber ein, zwei Turns sollten wir locker noch überstehen, bevor so langsam der Part aufkommt, wo es eventuell passieren könnte, dass wir
den Point of No Return überschreiten im wahrsten Sinne des Wortes und einfach auf die Erde zurück, also auf Kerbin zurückplumpsen. Ist aber nicht so wild. Deshalb habe ich den Fallschirm auch schon scharf gemacht. Das Einzige, was ich dann noch tun würde, ist hier einfach das hier decoupeln und uns wegschießen mit dem RCS, dass wir ein bisschen seitlich sind und nicht gegen unsere eigene und gegen unser eigenes Service-Modul gegenkratzen. Alright, ich würde ein paar Waffeln nehmen, wenn du hast. Ich bin da nicht so. Waffel geht immer. Achso, ja, Solarpanel geht auch immer, oder? Mal sehen, ob Operation Raumstation hier noch funktioniert. Wie ihr seht, im Moment sind wir eh winkeltechnisch ganz blöd ab vom Schuss. Das wäre cool, wenn das noch klappen würde, ehrlich gesagt. Mal sehen. Ich brauche dann halt mal wieder ein Close Encounter bald, um zu sehen, wie viel Unterschied wir noch haben. Im Moment, alles, was ich tue, ist natürlich komplett antriebslos. Das heißt, das war auch ein ganz schlecht formulierter Satz. Also, alles, was ich gerade tue mit dem Bremsen, wird durch die Atmosphäre verursacht. Ich benutze nicht den Antrieb. Alles, was ich tue, ist komplett antriebslos. Ja, gut. Vielleicht auch das. Vielleicht auch das. Das eine schließt das andere nicht zwingend aus. So. 530 Kilometer. So, wie sieht's aus mit dem nächsten Encounter? Einer geht noch. Kann jetzt schon nicht mehr ganz so schnell rum. Pandora, vielen lieben Dank für deinen Sub und ganz viel Spaß mit den Kirby-Emojis. Dankeschön. Übrigens, der fleißige YouTube-Winter hat heute schon ein Video fertig gerendert für nächste Woche. Da kommt dann wieder eine neue Folge Hardcore Colonization. Ich bin tatsächlich gerade groß am Kämpfen, ob ich für 1.8 die Tutorial-Serie nochmal revampe, weil 1.9 sich immer mehr andeutet. Das sind Polarlichter, das Grüne hier. Ich glaube, ich werde mit der Tutorial-Serie auf die 1.9 warten, wenn die da ist, und dann direkt nochmal frisch die Folgen fertig machen. Du kannst mal Ausrufezeichen Seekern eingeben, Shadow Portal. Da ist meine Modliste. Ich glaube, die Polarlichter müssten vom Enhanced Visual Environments, also EVE, kommen. IVE. Und da habe ich die High Texture, also ich glaube die 8K-Texturen genommen. Da müssten, ich lege nicht die Hand dafür ins Feuer, aber da müssten die Polarlichter herkommen. Bei 1.9 wird auf jeden Fall so ein Fuel Valve kommen, also dass man quasi sowas machen könnte wie: Ich kann jetzt Supplies ablassen ins Weltall. In so Situationen wie jetzt, wo man sich mal ärgert, dass man auf den Supplies sitzt und nicht besonders viel damit anfangen kann, außer dass sie was wiegen. Für sowas soll es dann wohl Abhilfe geben. Mehr habe ich auch noch nicht gesehen. Sie revampen, glaube ich, optisch nochmal den Skipper. Ich glaube, es war der Skipper, der optisch was Neues bekommt.
So, und jetzt machen wir hier nochmal eine Runde und schauen mal. Also ein richtig gutes Encounter kommt gerade nicht zustande, ne? Ich würde ja gern, aber ich treffe ihn noch nicht. Die Separation ist zu groß. Ach, vielleicht will er es noch. Und jetzt komme ich langsam in einen gefährlichen Bereich mit der Höhe. Ab 55 Kilometer Höhe beginnt es mit den Atmosphäreneffekten. Das könnte ein Intersect werden, der mir schmeckt nächste Runde. Spannend wird halt, wie viel Geschwindigkeitsunterschied wir noch haben. Ja, schwierig. Wir gucken gleich mal, ob wir den ausgeglichen bekommen. Wenn wir den nochmal... 438 ist halt zu viel, ne? Das, ich brauche halt noch eine Runde, ne? Eine Runde oder zwei brauche ich noch. Der Relative Speed ist noch zu hoch. Das kriege ich noch nicht hin. Also das Encounter ist super. Aber ich habe noch ein bisschen zu viel Energie drauf. Das nächste Encounter wird kommen. Das sah aber schon ganz gut aus. Also wir könnten mit 30 Metern pro Sekunde korrigieren. Wir werden jetzt hier einmal sehr nah an der Raumstation vorbeifliegen tatsächlich. Vielleicht können wir ja lächeln und winken. Irgendwo unter uns ist sie, da ist sie. Man kann sie da hinten schon ein bisschen erkennen. Wir nähern uns auf unter 2 Kilometer auf jeden Fall schon mal. Und das Ganze auch noch über dem KSC. Da ist sie. Aber man sieht auch, wie schnell sie noch ist im Vergleich. Er zieht sehr schnell an uns vorbei. Das müssen wir halt ausgleichen. Es sind auch die Moonwolken drin. Ja, die Moonwolken sind schwierig. Wo kamen die eigentlich her? Wer hat sich das ausgedacht? Da hat irgendjemand gepatzt. So. Solarpanel rein. Und Zeitraffer an. So, noch eine Runde. Und wir gucken mal, wo es endet für uns. Es ist halt... Ist halt eine knappe Kiste, ne? Kanister mit Sprit rüberwerfen. Ja, aber ich glaube, wir kommen sogar mit dem klar, was wir noch haben. Also wie gesagt, die Primärmission ist eh schon... erfolgreich. Alles weitere. Ist jetzt unter ferner liefen.
So, wie viel haben wir noch? 370 Kilometer Apoapsis. Gleich sind wir wieder raus. Schön ist, es geht relativ schnell. Also, wir haben mit den Supplies nicht zu kämpfen. Und wir tanzen gerade so ein bisschen um die Raumstation rum. Sehen. Was ist mit? So, Atmosphäre und los geht's. Na, der wird sich nicht weit genug ranziehen. Der wird sich nicht weit genug ranziehen. Ich überlege gerade, ob der eine Option sein könnte, ne? Hier zu sagen, dann bremsen dich ein, aber das wird nichts. Ne? Ne. Ich glaube, wir kommen jetzt so langsam an den Punkt, wo wir ihn netto unterfliegen. Also beginnen zu ihm wieder aufzuholen. Also im Moment sowieso, aber ich denke auch netto im Orbit müssten wir bald eher näher kommen als weiter weg. Einen traue ich mich noch. Einen traue ich mich noch. Dann müssen wir langsam mal gucken. Also wir sind jetzt bei 315 Kilometern. Gucken, wie schlimm es wird. So, jetzt verschwindet sie natürlich wieder ein bisschen. Großer Abstand. Also netto holen wir noch nicht auf. Noch fliegt sie uns davon. Was haben wir hier? 500 Kilometer. Wir nähern uns mit der Apoapsis langsam ihren... Scheitelpunkt auch. Der könnte tatsächlich interessant werden. Nächste Runde. Mal gucken, was da passiert. Aber ich glaube, wir holen noch nicht weit genug auf. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen zu weit oben. Die Mission ist schon vor Stunden fertig gewesen, aber die Mission ist namensgebend für heute, Neo. Wir müssen also gucken, dass der Stream auf jeden Fall mit dieser Mission gefüllt wird. Sonst erfüllen wir die Erwartungshaltung nicht. Sonst habe ich hier falsche Werbung gemacht. So. Oh ja, hier ist Kerbelfinsternis. Also Sonnenfinsternis. Der Mond schiebt sich gerade durch. Während wir hier unsere experimentellen Flüge machen. Das heißt, Solarpanel ist gerade auch. Ah, doch, für uns ist es okay.
So, Leute, ein machen wir noch und dann schauen wir mal, wo wir stehen. Weil eigentlich müssten wir ihn jetzt so langsam kriegen. Die Frage ist, kriegen wir das mit unserem Sprit noch hochgedrückt nachher? Aber eigentlich, man braucht für diese bisschen Orbitalmanöver nachher nicht viel Sprit. Daher soll das ziemlich safe sein. Ich habe halt nur Angst, dass wir hier an einer Stelle übergambeln. Und einfach aus dem Himmel fallen, weil wir zu langsam geworden sind. Mal gucken. Das ist jetzt mittlerweile doch schon. Ich würde jetzt einen ganz kleinen. Ganz kleinen Schub, glaube ich, geben. Damit wir hier nicht mehr ganz so tief drin sind. Vielleicht machen wir auch das Panel einfach mal wieder auf, damit sich das gleich erholen kann, ein bisschen mit dem Strom. So, jetzt geben wir ihm einen ganz kleinen Schub mit. Aber Prograde, um uns so ein bisschen rauszuheben. Ich würde uns wieder auf 58 Kilometer bringen, glaube ich. Einen ganz kleinen Winzlingsschub. Das hat uns 3 Delta V gekostet. Das ist okay. So, und jetzt gucken wir mal. Ich glaube, die nächste Runde könnte es sein. Die nächste Runde könnte es sein, weil wir jetzt wirklich, wirklich, wirklich netto aufholen. Und zwar nicht zu knapp. Ah, nee, du sollst retrograd dadurch, bitte. Vorne sind unsere Fallschirme. Ich glaube, die brauchen wir noch. Moin, Borki. Was hast du verpasst? Oh, eine Moonlandung. Eine komplette Moon-Mission, ehrlich gesagt. Eigentlich. Viel Science eingesammelt. So, jetzt müssen wir mal schauen. Meine Erwartungshaltung wäre, dass das jetzt hier so an die 150 rankommt oder vielleicht sogar drunter fällt, ehrlich gesagt. Weil wir sehr lange durch die Atmosphäre gehen. Dafür nicht mehr ganz so tief. Wenn ich mich verzockt habe, gehen wir auch in die Atmosphäre und zwar sehr, sehr tief. Und bleiben da auch drin. Das könnte hinhauen. Und er hat eine 150er Apoapsis. Wenn wir unter die drunter kommen, dann holen wir nur noch auf. Allerdings haben wir dann auch fast keine Energie mehr im Orbit. Also dann ist nicht mehr viel mit Aerobraken. Da müssen wir mal gucken, ob wir dann mit dem verbleibenden Sprit. Also wir haben jetzt uns runtergebremst. Ich glaube, das passt ganz gut. Wie hoch sind wir noch? 60 Kilometer? Ja, die 150 treffen wir ganz gut, muss ich sagen. Die treffen wir ganz gut.
Jetzt müssen wir halt mal schauen, dass wir wahrscheinlich es ab jetzt unterlassen, in die Atmosphäre zu gehen. Also ihm einen kleinen Schub geben da oben, um über die Atmosphäre zu kommen. Da fehlt uns ja nicht viel. Und dann müssen wir irgendwann einen Encounter hinbekommen. Aber wir sind jetzt energetisch in sehr ähnlichen Bahnen schon unterwegs. Also da fehlt nicht mehr viel. So, jetzt brauchen wir hier einen, der über die Atmosphäre geht. So, wir sind am Aufholen. Das ist gut. Wir müssen jetzt nur hoch auf knappe 70 Kilometer, damit wir im Weltall bleiben. Zack. Mehr braucht es erstmal nicht. Und das fliegen wir jetzt gleich. So, und dann haben wir hier hinten einen Encounter, Leute. Hier hinten hätten wir dann schon einen Encounter. Das relativ entspannt ist. Aber das haben wir erst nächsten Orbit. Just saying. Denn 87 Meter pro Sekunde können wir rüber jetpacken. Das kann unser Jetpackman machen. Könnte ich auch nochmal gucken, wenn wir das Encounter hier durch haben, ob wir noch einen entspannteren Approach hinbekommen. Tatsächlich mit dem gesamten Raumschiff, aber glaube ich fast nicht. Das glaube ich fast nicht. So, 10,8 Meter pro Sekunde kostet uns das. Also knappe 11. Dann haben wir noch 120 Meter pro Sekunde im Tank. Falls irgendjemand von euch heute mal neu dazugekommen sein sollte, die anderen kennen das Problem schon. Ich stehe ziemlich auf so Orbitalspielereien mit Manöverplanung und allem drum und dran und koste das auch ausgiebig aus, wenn sich solche knappen Dinge ergeben. Das ist nicht jedermanns Sache bei KSP, aber ich finde es ganz interessant, weil das ja eigentlich so die Grundlagen der Raumfahrt sind, möglichst effizient mit solchen Dingen umzugehen und spritsparend zu fliegen. Und lieber ein bisschen zu warten noch. Oh, sehr schön. Das ist wirklich gut. So, jetzt ist mal die Frage, wenn wir hier noch ein bisschen Schub geben oder wegnehmen, was fehlt dir? Kommen wir da näher ran. Yes. Yes. Meter ist super. So, 200 Meter, 64 Meter pro Sekunde und da springt dann der Körbel mit dem Science-Stuff ab. Also unser Wissenschaftler, der Honi, wird rübergehen und das Zeug abliefern und bleibt dann einfach auf der Raumstation. Ihn holen wir mal mit einer nächsten Mission einfach ab. Dann kann er auch wieder nach Hause. So, das heißt jetzt für uns erstmal ab zum Manöver. Zack, wir drehen uns rein. So. Und dann sind wir mit dem Fuel relativ safe. Was haben wir noch für einen Unterschied? 64 Meter pro Sekunde. Wir können natürlich auch einfach, ja, kommt. Wir parken da kurz mit dem Raumschiff ein, oder? Dann muss der Honi nicht oben bleiben. Die 40 müssten uns nämlich reichen, um zu deorbiten tatsächlich. Aus dem Orbit. Zack. Lasst es uns ganz klassisch machen. Wir machen hier tatsächlich eine Bremse. 64 Meter pro Sekunde, dann haben wir noch 50, 51, 52 Delta V übrig. Ja, das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Machen wir so. Dann haben wir einen wunderschönen
Approach an die Station. Fehler meinerseits. So, ich mache jetzt bewusst was Ungutes. Ich gehe aerodynamisch durch die Atmosphäre. Wir sind nicht so tief, dass es einen großen Schaden hinterlassen sollte. Wir müssen das wahrscheinlich mit ein bisschen Treibstoff ausgleichen. So. Dummer Fehler. Nicht gut drauf geachtet, wo unsere Periapsis liegt. Das wird uns jetzt ein bisschen was kosten. Aber das kriegen wir ausgeglichen. Also wir sind relativ aerodynamisch in der Konfiguration und ich gebe immer so ganz kleine Schübe. Das wird uns 4-5 Delta V kosten, hoffe ich zumindest, das auszugleichen. Wir sind gleich auf dem tiefsten Part des Kurses. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Energie rein. So. Wir fangen gleich wieder an zu steigen. Ich mache mal ein bisschen Zeitraffer, weil das dauert. Ihr seht ja, was da passiert. Aber ich steuere das einfach gegen, indem ich ihm immer wieder ein bisschen diese Energie nachstopfe, die ich gerade gegen die Atmosphäre verliere. Letzter Siedler, vielen Dank für den Resub im 20. Monat auch schon. Wir machen es heute mal wieder ein bisschen spannend auf dem Weg zur Raumstation. So, wir haben es gleich. 200 Meter. Und wir haben 3 Delta wieder mit verspielt. Das ist doch relativ glimpflich ausgegangen, die Nummer. Relativ glimpflich ausgegangen. Okay, wir sind wieder im Weltall. 200 Meter ist unser Encounter. Solarpaneele wieder raus. Alles gut gegangen. Okay. Warp hier. Dann geht's jetzt retrograd zur Raumstation. Im Jetpack müssten 200 Delta V drin sein, meine ich. Früher waren es mal sehr viel mehr, glaube ich. Da waren es mal fast 600. Aber mittlerweile, ich glaube, 200 müssten drin sein. Außer du bindest dir einen Stein ums Bein, dann ist es natürlich deutlich weniger. So. Also wir machen eine volle Zündung, um das auf den Punkt genau zu brennen, an der Stelle, wo es am besten passt. Und das ist in 3, 2, 1, Feuer. Okay, wir haben noch 48 Meter pro Sekunde. Das erste, was wir jetzt mal machen, ist unsere Science abgeben. Auf der Raumstation. Leute. Das war eine schwere Geburt. Okay. Oh, mit Sonnenaufgang werden wir belohnt. Sehr schön. Das heißt, ich finde auch im Hellen hoffentlich wieder zum Raumschiff zurück. So, das bringen wir jetzt ins Labor. Und dann deorbiten wir unsere Kerbals und bringen sie nach Hause.
Das sieht nicht aus wie die Tür, oder? Nein, da ist die Tür. Hi Leute, ich hätte hier was für euch. Store Experiments. Jawohl, und ab nach Hause wieder. Eieiei. So, da der Orbit relativ rund ist, also wir sind ungefähr auf 150 Kilometer plus minus, ist es, glaube ich, ziemlich furz, wie wir es jetzt machen. Das heißt, wir machen jetzt gleich den Bremsburn und gucken mal, wie weit wir kommen, wie tief wir in die Atmosphäre gehen können. Wenn nicht, wird von Hand geschoben. Aber ich glaube, die 40 Delta wie 43 waren es, glaube ich, noch. Schade eigentlich, 42 Delta wie? Ne, 48 waren es. 42 wären viel witziger gewesen. Aber so ist es halt. Orbit retrograd. So. Wir zünden Retro und gucken mal, dass wir nach Hause kommen. Mit Absicht spannend. Aber das wird reichen, denke ich. Ja. Knapp nicht. Knapp nicht. Okay. Dann muss unser Ingenieur natürlich ran. Als Ingenieur darf er erstmal ein Stück Bier trinken, weil das wird anstrengende Arbeit. Jetzt müssen wir schieben. Hilft nichts. Jetzt müssen wir anschieben. Der Gero, das freut mich, dass das Tutorial für dich gut funktioniert. Ja, knapp nicht. Ganz knapp nicht. Schiebung. Ja, Schiebung geht immer. So. Das Schöne ist, wir sehen hier ja auch unsere Orbitalpyramide. Wie ihr seht, braucht das jetzt einen kurzen Moment, um den Kürbel zu schieben, aber... Ich werde gleich in den großen Tank abwerfen im zweiten Durchlauf. So, noch 84 Kilometer Höhe. Also wir schieben gerade mit dem Jetpack die Rakete zurück in die Atmosphäre. Ja, eine sehr durchwachsene Mission. Aber insgesamt schön mal die Moon besucht zu haben. Und wir haben unsere Science abgegeben. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wertvoll. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich ihn nicht zu sehr leer spiele. Kerbal Powered Engine. Aber wie ihr seht, wir sind gleich in der Atmosphäre. Werfen gleich das Dings ab. Ich gehe mal rein, das wird mir sonst zu knapp. Wir werfen jetzt gleich hier das lustige 170 Electric Charge, das wird reichen. Die Kappe. So. Retrograde Orbit. Check. Und jetzt ist Mikis drin. Zu schieben, dann haben wir ein bisschen weniger Gewicht zu bewegen. So, dann geht das nämlich auch ein bisschen schneller. Wie ihr sehen könnt mit dem Deorbiten, weil wir jetzt viel weniger Gewicht bewegen müssen. Mit dem Pod.
Und das Coole ist, dass der Pod quasi von dem Piloten auf Kurs gehalten wird. Also auf Deorbit-Kurs. Und ich gebe einfach den Schub rein. Da muss ich mich um nichts kümmern. Jetzt gucken wir mal, dass wir den schnellstmöglich runtergeboxt bekommen. Gero, vielen Dank für den Sub und ganz viel Spaß mit den Köbel-Emojis. So. Und Centrax, vielen Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kommunauten. So, ich muss hier so ein bisschen zentriert auf das Hitzeschild gucken. So, gleich sind wir in der Atmosphäre bei 70 Kilometern. Dann ist auf jeden Fall der Punkt, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis wir wieder eintreten. Aber ich würde das natürlich gerne maximal schnell hinbekommen. Deshalb gucken wir, dass wir das noch ein bisschen absenken. Raumschiffe anschieben. Geht auch bei mir. Ich glaube, jeder ernstzunehmende KSP-Spieler hat schon mal Raumschiffe angeschoben. Wenn nicht, solltet ihr das unbedingt mal machen. So, Honi muss auch mal. Alle müssen sich mal abwechseln. Das Schöne ist, es ist ja nicht anstrengend. So, Ingenieur hat. Der Farmer hat. Jetzt muss der Wissenschaftler ran. Mit der Kraft der Wissenschaft wird dieses Raumschiff zurück in die Atmosphäre geschoben. Wie gut ist so ein Körbel als Hitzeschild geeignet? Ich habe das mal hier und da probiert. Die haben nicht so lange gehalten, deshalb machen wir das heute nicht. Und moin. So, 600 Meter, 500 Meter, 400 Meter, 300, 200, 100. Ab jetzt auf jeden Fall Deorbit, früher oder später. Jetzt schieben wir nur noch, damit der Deorbit früher stattfindet. Also das Jetpack arbeiten wir auf jeden Fall noch leer. Gesagt, schicken wir noch einmal den Ingenieur raus und dann nehmen wir den Landeanflug. Viel besser wird es dann nicht mehr. Dann hoffe ich mal, dass das reicht. Das ist doch, anschieben ist doch nichts. Ich finde, was mich wirklich überrascht hat, damals in meinem allerersten KSP-Tutorial, da habe ich aus irgendwelchen Trümmerteilen auf Duna mit einer Kralle und einem externen Sitz Stock, wohlgemerkt Stock, irgendwie ein, was war das, ein Atomtriebwerk angekrallt, bin damit aus dem Liegen gestartet und zurück in den Orbit geflogen. Das hat mich selbst beeindruckt, dass das funktioniert hat. Da habe ich selber da gesessen und gedacht, what? What? Naja, ich glaube, das kann auch andere. Der Punkt ist, ich glaube, bei KSP, das Schöne ist, es ist halt so eine coole Physik-Sandbox und irgendwann ist immer auch hier der Punkt erreicht, wo es vorbei ist, wo auch ich sage, so, ey, sorry, da ist nichts mehr zu machen. Aber
Ich glaube, dass viele zu zeitig aufgeben und sagen, eine Mission ist gescheitert oder sowas. Das sehe ich nämlich nicht so. Ich finde, dass ganz viele Dinge, gerade bei KSP, halt lösbar sind. Eben weil das Spiel doch ein paar Optionen anbietet, wie man damit umgehen kann. Und man dadurch oft sich noch durchimprovisieren kann. Anstatt halt aufzugeben. Und das ist persönlich das, wo ich sagen muss, das ist das, was mich seit Jahren an diesem Spiel eigentlich hält. Diese abgefahrenen Möglichkeiten aus einem, im ersten Moment denkt man, kompletten Ausfall der gesamten Mission doch noch einen Erfolg zu machen. Tatsächlich. Also das ist das, was mich so fasziniert und weshalb ich solche Sachen, die ein bisschen knapper gebaut sind, auch persönlich gar nicht schlimm finde. So, wir haben noch 5 Minuten bis zum Re-Entry. Also, noch geht's. Irgendwie dreht die Kapsel nicht sauber mit, habe ich so das Gefühl. Jetzt wieder rein. Irgendwie dreht die nicht mit. Was mache ich hier gerade? Reicht uns das? Tut du sonst. Ah, der hat sich schon wieder auf Target eingestellt. Kasper, wähl mal das Target ab. Please. Cool. So, jetzt machen wir nochmal eine Tour mit Honi und dann wird es mir, glaube ich, zu gefährlich, weil die Atmosphäre bald kommt. 4 Minuten noch. Den Re-Entry nehmen wir dann so. Der ist dann weit genug runtergebremst, hoffe ich. Wir haben auch nicht mehr so viel Apoapsis-Höhe. So. Der Film ruht in Ausschnitt auf Roberts Mission. Genau. Andy Weir hat bei mir reingeguckt, bevor er sein Buch geschrieben hat. Ich glaube, es war andersrum. Es wäre sehr cool, weil ich das Buch sehr mag. Aber ich befürchte, so hat es nicht funktioniert. Ich befürchte nicht. So, das wird unsere letzte Bremsaktion dann. Also das hier zahlt jetzt gerade auch irgendwie auf beides ein. Also das zieht auch schon relativ viel Apoapsis mit raus. Ich glaube, wir werden noch einen Orbit drehen, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass der Orbit uns schon rausholt. Also dass der Aerobrake uns schon rausholt. Aber sag niemals nie. Mal gucken, vielleicht reicht's. Vielleicht reicht's. Wir können ausschließen, dass ich Andy Weir bin. Das können wir hart ausschließen. So. Ja, guck mal, 59, 58. Das lassen wir jetzt so. Okay. Schauen wir mal, was der Luftwiderstand für uns bereithält. Strommäßig wäre es ganz cool, wenn es funktionieren würde, ehrlich gesagt. Explodiert 30 Monate. Warte, ich mache auch mal das Smiley. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Ich weiß, ich habe jetzt noch ein halbes Jahr Gnadenfrist, mir was zu überlegen für den 36-Monats-Sub. So, was wir jetzt nochmal machen können, ist natürlich... Nee, das machen wir. Machen wir das hier? Machen das hier. Raus damit! Okay. War wahrscheinlich nicht der effizienteste Weg zu bremsen, aber vielleicht hilft's. So, Leute. K
Genau, ich hab jetzt einfach aufgehört mit Atmen. Ah, das reicht vielleicht, das reicht vielleicht. Ja, das reicht. Ja, sehr gut. Wir sind drin. Wir sind drin. Wir werden nicht wieder rausgehen. Time to periapsis steigt sauber. Wir sind am Wiedereintreten. Und ich habe auch genug Ablator drauf, dass ich das, glaube ich, durchhalte. Weil wir kommen jetzt sehr flach rein. Das wird sehr lange dauern und viel Ablator kosten. Aber ich habe zum Glück den Hitzeschild einfach nicht runtergestellt, was eigentlich sinnvoll gewesen wäre. Naja, also bis zum KSC werden wir es nicht schaffen. So viel kann ich schon mal spoilern. Vielleicht fallen wir hier ins Meer so dazwischen. Wäre cool, wenn wir nicht in die Wüste runterknallen. We're coming home. Auf jeden Fall. Der Explo hat sich einen Engineer am liebsten gekauft. Alles klar. Muss dann hier noch den Mini anlegen. So. Jetzt geht's los. Wiedereintritt läuft. Mit Gewitter wieder unter uns. So schön. Das Meer zwischen der Wüste und... Ja, ich glaube, wir werden noch zu kurz kommen. Ich glaube, das könnte auch dieser... Nee, ich glaube, die Insel wird zu knapp. Ich glaube, wenn dann in das Becken. Ja, mal gucken. Mal gucken. Wo ist der Rest von unserem Raumschiff? Woanders, okay. So macht Wiedereintritt dann auch Spaß, wo man weiß, dass das eine anstrengende und würdige Mission war und wir jeden einzelnen Kerbel, der das überlebt hat und seine Erfahrungspunkte damit gesammelt hat, haben das wohl verdient. Das war kein einfacher Ritt. Ist noch Deserts. Mal gucken, ob wir noch weit genug kurz kommen, dass wir hier ins Wasser gehen. Aber sieht gut aus. Shores und dann Water. Wir fallen hier vorne in die Küste oder an die Küste der Wüste ran. Denke ich mal. Okay. Wir sind durchs Schlimmste durch, Leute. Wir sind durchs Schlimmste durch. SAS aus. Den Rest überlassen wir. Dem Wind. Das sieht sehr, sehr gut aus. Falschmuss ist auch scharf und schon safe. Das stimmt. Ein Whisky könnt ihr ja auch mal wieder trinken. Ich habe tatsächlich ganz bewusst mich dafür entschieden, nicht mehr jeden Stream ein Bier oder ein Whisky zu trinken, weil Gewohnheit ist bei sowas wie Alkohol der Weg in die Sucht. Und da will ich nicht irgendwann mal enden, nur weil ich mir angewöhnt habe, jeden Sonntag Alkohol zu trinken. Deshalb habe ich jetzt sehr lange gar nichts getrunken in den Streams, aber mal wieder ein Whisky oder so habe ich überhaupt kein Problem mit. Sollten wir mal wieder machen. Oder vielleicht erst mal ein Bier zum Warmwerden. Aber ich werde das auf jeden Fall nicht regelmäßig machen, weil das einfach eine dumme Idee ist, sowas regelmäßig zu machen. Macht das auch nicht, Leute. Gewöhnt euch sowas gar nicht erst an. Da kommt nichts Gutes bei rum. So. Falschmuss raus.
Falsch schon mal dabei. Gandor, die Frage ist nett gemeint, kommt aber auch reichlich spät. Kommt reichlich spät. Hätte jetzt auch nicht mehr geholfen. Idorin, hi. So, und damit werden wir jetzt gleich eine wundervolle Wasserung hinlegen, wie es sich gehört. Unter einem hoffentlich gleich deployenden Schirm. Das sieht auch sehr, sehr gut aus. Und damit geht es jetzt nur noch Richtung Wohnen. Schöne, erfolgreiche Mission. Ich klinke euch bei YouTube jetzt schon mal aus. Tschüss.